Wenn man bemerkt, dass man eigentlich eine Brille schon länger haben sollte. Schon länger eine Brille haben sollte. Alter, kann ich denn da rein? Okay, um das Zeit.
Das ist immer
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Deine Tastatur auf dem Mechanisch? Ja. Zum Code? Ah ja, okay. Ja, ist ein besseres Layout fürs Coden, ja. Ja, was für ein Jedo sind wir? 137? 137. Fuck. One after Magnet Carter, how can I forget? Yes! Also wer hat jetzt alles deconfirmed? Gabe? Mari? Animal Rights noch einschlagen? Ja, klar. Oh ja. Thank you.
Ey, Jan, wir beide, wir müssen gerne einander spielen. No explosions. It's rough. Okay, so first round, Squid Jaws versus Bonnie. Oh my god. Animal rights versus gore. Oh, that's sweet today. So oh, shoot. Think about that. We put animal rights and gore on stream. What's up, Berlin? Welcome to Jero 137. So nice to have you here. So nice for you, of you to show, bye-bye.
Achso, ich auch nicht. Ich glaube, bei dir ist es Urlaub. Ja. Schnell das Bracket sehen. Wir müssen, glaube ich. Also, das wird es, wenn ich es richtig in Erfahrung gebracht habe, dass du hoch bist. Ja, ja, ja. Alles ist best of five, ne? Banane ist da. Wait, what? Wo? Oh. On stream. Also so. Stream. Oh, die shit, ich hab Angst bekommen. Was geht, Banane? Komm mal rum. Und dann muss mich doch in Check halten. Adamant, it changes. Say the respect. Let's go, Alex. Das war ein guter erster Stock, hat fast eine Minute gebraucht. So. Oh, hab's mich out of shield bei 0% möglich. Swagcube in Chat. Ey, schöne Grüße von Swagcube. Exakt. Ja. Schöne Grüße zurück von Herrn Alex Animal Rights. Kommentiert durch, weil kein Instagram mehr frei ist. Oh, immer mit deinem Abstrichen on Field. Und da ist schon wieder. Hast du mich auf dem Field oder auch schon? Die Abwehr. Back auf der Plattform. Wenn du viele Abwehr zu touchen, aber auf so einer Plattform geht das eben schnell mal, dass da nur der erste Hit ist. Ich sehe keine Prozente. Ja. Ja.
Combo. Oh, nice. Beide schießen sich gegenseitig an. Voll kritisch, bro. Bei 150%. Wenn wir das erste Game sind. Wir hatten gewonnen. Keine Ahnung. Scheiße. Ich habe auch keine Ahnung, wer Yoshi skin will. Beide können ja, Yoshi skin. Wahrscheinlich Fall, oder? Ich, ja. Aber Alex mag die Stage auch. Ich mag die Stage auch gegen Fall. Kommst du normalerweise FD nehmen, was? Mit Chang'e oder so? Nee, FD sagt. Stimmt, Falco ist auch gut. Ja, Falco hat genau das auch ein gutes Punish-Game drauf. Ne? Und du hast keine Plattform. Lässt sich nicht verarschen. Der Gold. Oh! Da sagt er so, kriegt den Double Schein reingefressen. Oh mein Gott. Richtig nasty. Clean, Junge. Sehr schön. Oh. Den Reflektor benutzt. Schon wieder Abschnitte auf Shield, bei 0%. Ja, er muss Schein auf Shield lernen. Abfüllen, jawohl. Das Crouching, Tech Chase. Oh, Empower Shield. Und dann schaffst du mich auf Shield. Gegen Lilipop macht das gut sein. Jetzt geht's los mit den Lasern. Ah, das ist ja nicht ganz so verschwunden. Er geht unter die Stage. Oh, schön. Wer spielt er gerade? Alex gegen. Oh, ich weiß nicht, wer der erste Spieler war. Oh, schicker Winkel. Oh mein Gott. Man könnte meinen, er hat Notches. Was werde ich jetzt eigentlich zu jedem einzelnen Spiel gehen und sage, ich glaube, gleich gibt es Salz? Ich glaube, es wäre ziemlich nervig. Das wäre aber keine Lüge auch. Florian schreibt, to be honest, ich glaube, ich bin schon besser als die. Dann komm mal ran. Wer meint das? Swaggy, Flo. Als wer? Als die beiden hier. Oh. Ich weiß nicht, Flo, ganz ehrlich. Aber ich habe mal, auf Florians Slippy-Account gespielt und er wird gematcht mit so Raul, Fertino und so. Er ist secretly insane. So. Ich wollte so ein bisschen smurfen mit Falco und literally, ich konnte nicht Falco spielen, aber ich zu bad. Da muss er ja mal kommen. Oh mein Gott. Da muss er mal kommen. Da ist ein Text drin, er kriegt einen Jump. Alex! Oh mein Gott, das war ein insane Waveland. Oh, what the fuck? Warum war das doch die Strong Hitbox? Aber hinter ihm. Ah, Spacey Slander. Oh mein Gott! 2-0. Mann. What? 2-0. Wie tragen wir das? 2-0 oder 1-1? 2-0. Bitte? Ja, Banane sagt, Fox habe ein Game gewonnen. Ah, okay. Dankeschön. Dorthin. Ich dachte kurz, du bist Fabio. Ja, ich bin Fabio. Du bist nicht Fabio. Ich bin Dick Rage. Dick Rage. Ah ja. Ja, ich glaube, gleich gibt es Salz. Ich würde sagen, einfach FD, Bro. Ah, okay. Steht 1-1 jetzt, oder wie? 2-0 für Alex. Oh, shit, okay, das ist überraschend, da? Ja. Du hast gerade erst Amateur-Bracket-Gewinner. Genau. Bei dem Arcadian. Über Alex, ja. Und das mit Falco-Kombo. Ah, das war nicht clean. Alex kriegt ein paar sehr nasty Shine-Spikes. Ja. Ich glaube, das. Klasse. Sorgt für Salz. Oh, aber das ist ja auch. Wir sehen gleich Salz. Wir sehen gleich Salz. Ist das Salz ja, aber ich glaub, das ist auch vor allem auf dem, also, dem Level so ein richtig großer Teil des Matchups. Einfach wie viele ekel Scheiß. Ja, das ist wirklich so. Früher haben die sogar gecheert für so eine Scheiße, ne, als ich CF gespielt habe. War das gegen CF oder? Nee, ich war CF und sie cheeren so für. Für Sokas Shine-Spikes und so ein Scheiß. Völlig verrückt. Scheiß Soka. Du machst so eine richtige Extended-Combo, so mit Side-Beast drin und allem und Weak-Hits und der macht so, weiß nicht, Wave-Shine-Up-Smash oder Down-Smash. Wave. Alle rasten da aus. Back-Throw-Shine? Vielleicht ein Back-Throw-App-Smash oder so. Oh mein Gott. Das ist ein Kill, den ich je machen konnte. Achso, ja. Down Throw, Tech Chase und Down Throw, Spike. Ja, Mann. Er wird drei, viermal gedownscored. Ey, guck mal, er wird ein bisschen genommen gerade. Nice. Aber Soka hat jetzt, der hat aufgehört. Also, wer lacht jetzt? Haha. Ich lache. Sie haben alle aufgehört, diese ganzen Foxes. Nein, ich weine, ganz ehrlich. Tatsächlich, ja. Das ist voll sad. Ich bin übertrieben traurig. Ja, ja. Stell mal vor, wie gut die jetzt wären. Stell mal vor, wenn die alle noch da wären. Das ist ja so insane. Wir hätten diese Weekly-Venue niemals genommen, weil das Weekly zu groß ist.
Safe. Also, ja, keine Ahnung, was sollen wir hiermit machen? Ja, hier stell mal vor, wie hype, die werden halt alle 30 auf unserem Level so, ne? Das wäre so hype. Das wäre mega, das wäre so krass. Und ich bin wahrscheinlich bis heute so ragen, weil ich jedes Mal gegen die Zunge verliere. Ja. Die da drüben oder die in Reinickendorf? Die da drüben, ich glaube, die reicht auch nicht mal aus. Die reicht, ich glaube, 50 Leute vielleicht. Yo. Aber das war geil. Holy shit. Alex, komm mal, jetzt mal so richtig eklige Scheiße. Mal gucken. Mal gucken, ich backthrow Shine. Das ist die. Oh. Nee, er ist honorable. Er ist auf jeden Fall. Der Reflektor. Klasse. Ja, wow. Grab. Nein, what, oh, the fuck? What the fuck? Das ist nie gut. Niemand denkt sich da, oh, ich werde mal in diese F-Smash recovern. Wenn du so richtig nervös bist, oh, dann machst du das. Ui, 2-1, warte mal. Achso, okay. Ja. Hier sind die Scores. Ja. Hier und da und dann. Ja. Stabil. Boah. Aus dem neuesten Stand der Technologie. Oh, shit, tatsächlich Salz. Es gibt Salz, wow. Also ich habe so richtig so nice, so pyramidförmige Kristalle. Ich habe noch niemanden gesehen, der so hype war wegen Salz. Das geht ab, Alter. Ja, der Soka, der macht ja jetzt, glaube ich, so Street-Magic-Kram. Der ist ja ziemlich cool. Real-Magic. Ja, so Kartentricks und so ein Scheiß. Heavy Confusion. Oh, ziemlich nice. Ja, jetzt bin ich allein hier. Ah, guck erst. Die meisten Salzkörner sind richtig hässlich, aber eine ist so eine perfekte Pyramide. Okay. So. Ja, ja. Also es gibt eine, die ist so eine kleine Pyramide. Er redet hier über Salzkörner, die pyramidenförmig sind. Voll strange. Ja. Oh ja, sorry. Wie bitte? Ich weiß, Marv, ne? Genau, richtig. Deep Herbs hat mich pre-out. Okay. Danke dir. Gerne. Ein Würfel, Dennis. Okay. Warte mal. Ach ja. Jan Ulrich. Ja, ja, klar. Ja, heißt ja. Die Schwitzka? Ja. Achso. Haben wir nur. Ist nur Best of. Best of Five. Best of Five. Alles. Best of Five. Alles. Ja. Wo bin ich denn? Dennis, es gibt ein wenig Salz. Du wartest auf den Sieger zwischen den. Ach ja, da bin ich. Ja. Ich warte auf Open 10. Also, Alex ist jetzt FD gegangen. Okay. Ballsy, würde ich sagen. Also, ja. Weil ich würde sagen, wenn du nicht Chain Grabs die ganze Zeit übst, gegen beide Fast Four, also Fire Fox. Aber ich denke, das ist leicht genug davon zu recoveren, dass du nochmal einen Regrab oder so einen Tech Chase bekommen kannst. Nein, Mann. Für Falco ist es intuitiv. Also ich würde. Ja, die Kombo ist halt, ich weiß nicht, wenn du halt nicht aus so Filler-Kombos rauskommst, dann bist du auch ein bisschen. Ja. Oh, da hat er. Run und dann in ja, dann genau. Oh. Rising there. Genau. Oh, keine Tiefs übrigens. Ah! Ja, Dennis, willst du meine Salzkörner sehen? Willst du kommentieren, Dennis? Nee. Okay. Halt mal jetzt deinen Mund mit deinen Salzkörnern, Digga. Was laberst du die ganze Zeit? Und sie ist der respektvollste Kommentar. Musst du die mal anschauen? Wahnsinn. Yeah. Bei uns hat es gelaggt, bei denen nicht. Ich hab noch mal geguckt. Aber oh, es ist jetzt Sing. Oh, letzter Stock von Dorf. Letzter Stock. Widow's Break and Stock von Dorf. Vielleicht hat er aber noch kommt, jetzt kommt vielleicht ein nasty Shine Spike. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen. Rack die Prozente, 10%. Oh, jetzt kommt Big Punish. Noch ein Schein. Ah. Hat ihn da liegen lassen. Oh! Oh, shit. Okay. Oh! Yo! Und da ist sie doch. Oh, schöne Diät, schöne Diät. Was war ich mit Paul? Wollte der nicht auch kommen? Nee, der hatte Kinderkrankheiten. Irgendwas mit Kindern. Irgendwas mit Kindern. Game 5. Game 5, Alter. Das ist ziemlich heil. Am Anfang saß noch. Ich muss kurz nochmal den. Okay, Konzi, es reicht langsam. Konzi ist obsessed mit diesem. Das ist echt übel, wenn du 2-0 vorne liegst und dann holt er nochmal 2 Games. Also das Momentum ist auf jeden Fall auf Goffs Seite. Es ist so übel, da noch was rauszukriegen. Kann ich hier noch umstellen? Es ist da, ja.
Ja, Swag, das ist schon Swag Cube City. Oh, Nintendo Swag Cube Berlin, Dicker. Ja, Mann. Ja, und es ist halt nur Runde 1, ne? Und sie moven so, weißt du, als ich angefangen habe, das wäre schon Semis gewesen oder true, so. True. Das war 2014 Advanced. Ja, ja, genau. Als ich angefangen habe, hätten die das Turnier gewonnen. Ja, ja, wahrscheinlich. Wobei ich gucke manchmal so alte Black Soul Videos und denke mir so, nee, er war schon sick auch irgendwo. Er hatte schon gute Ideen. Ja. So bin ich immer mit diesem einen K-Jab Falcon-Kombo wieder. Er hat schon das gute so, Ideen. Das war so Hopium für mich einfach. Hopium. Hopium, als ich noch CF gespielt habe. Muss gegen Xeno oder Ofi. Ich weiß, dass Xeno gerade eins gewonnen hat. Gut, Gorf ist zurück jetzt? Das Gorf 2-2, ja, ja. Aber und führt auch Percentage und vielleicht, ja, Stockwise. Okay, okay. Bei 60 zu 9 weiß man die. Ich habe Alex mal ein paar ganz, ganz ja, so geht's so. Generell habe ich das Gefühl, die letzten drei Games, also die ich gesehen habe, hat Alex so eine Opening Conversion Rate von so 3% oder ja, so. Ja, das ist halt wirklich so ärgerlich. Halt dass er Upload so dann so näher oder so. Dann näher und dann scheine, dann war es das. Er kriegt halt so Openings, aber irgendwie macht er so relativ wenig draus. Aber er kriegt mehr als Gorf, deswegen ist das so eng irgendwie. Ja. Die muss man halt wie so ein Madman üben die ganze Zeit. Also. Ja, Mann. Und dann benutzt du Openings, um zu chillen quasi. Oh, warte, jetzt habe ich ein Punish, so weißt du. Zu chillen. Ja, ja, und dann kannst du so. Das geht mir auch immer so. Jetzt passiert erstmal nichts. Voll, wenn ich ein Opening kriege, bin ich immer so, oh Gott sei Dank. Ja, genau, ja. Also nee, ich glaube, bei mir ist vor allem, wenn ich das erste Follow-up kriege. Yeah, so, yeah. Bei Peach kriegst du auch manchmal so scrappy Openings, aber wenn du das erste, oh no. Das war, der war wichtig. Oh! Der Tag aber auch, hallo Gorf. Ja, das war sehr wichtig. Ich war am Wochenende in Gorfs Heimat in Hesse. Er ist ja auch vor kurzem erst wieder zurück. Hat er da auch hessisch gebabbelt? Ja, alle bubbeln da hessisch. Und da sind alle große Gorf-Fans, die verfolgen alle Gorfs Karriere in Berlin jetzt weiter. Einfach. Das heißt, sie sind jetzt auch alle gerade im Chat und supporten den Ball, oder? Nein, ich hoffe, nur Swag Cube Shithouse beide. Sind halt beide kacke, aber halt so beim Leben sagt er. Sagt Swag Cube oder was? Sagt er, ja. Opfer. Er soll mal kloppen, Alter. Ich schwöre die Bumm. Er ist in Paris, Bro. Wieso, was macht er in Paris? Er ist doch beim Auswärtigen Amt. Okay, aber keine Ahnung. Xeno macht richtig gute Klassen bei dir. Der ist auch gut. Der ist innerhalb von 3 Wochen richtig gut geworden, oder? Nee, der ist einfach nur wahrscheinlich derusted, oder? Ist der nicht auch aus Hessen? Ja, der ist ein Kumpel von Dorf. Math ist auch heute da, ne? Der war, der war letzte Woche da. Ach, war er schon da? Okay. Ja. Ich hab den in der Bahn getroffen und meinte so, komm mal zum Weekend. Dann war so, wow. Dann war er immer wieder da. Wie lustig. Das hat ihr gesehen, dass MT heute Geburtstag hat? War das nicht gestern? War das schon? Ich habe wirklich heute, jegliches Zeitgefühl. Ich stehe jetzt immer 6.30 Uhr auf, weil ich in der Schule arbeite. Und ja, same, Alter. Ich weiß nicht mehr, wann gestern und heute und morgen ist. Oh! 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 Andere hätten dort einfach gedärt. Auf Reaktion. Ja? Bei uns mal 3-0 für Maxi einfach. Okay. Ungewöhnlich. Wir setzen einfach auf. Random Make Loss. Ich finde das fair. Ich glaube, wenn du so choky genug bist und die Punish, die sitzen einfach immer jedes Mal. Ja, das Game 5. Jedes Mal abzuschauen. Oh. Oh. Das war schnell. Scheinbar, ja. Und er war so weit weg. Das sieht gar nicht so aus. Ja, ne? Was zum 16 zu 9 ist wirklich, es macht dich kaputt. Ich will da nicht hingucken, dann verkacke ich vielleicht meine. So ein 16 zu 9 Recover the Fox ist so der Anfang von der Folge X-Factor, dieses optische Täuschung, das muss man sich in Breaks immer vorstellen. Tja, in der nächsten Folge weitere Geschichten. X-Factor. Das ist unfassbar. Präsentiert von Jonathan Frakes. Ja, guck lieber da hin. Oh mein Gott. Okay, Game 5, last stock. Das ist ein richtig knapp hier. Ich guck einfach nicht hin, wenn sie Edge guarden. Nein. Deswegen Edgegarden sie nicht mehr. Ja, genau. Hört mal auf zu Edgegarden. Ohne Publikum mache ich nicht. Letzter Stock. Weil das Ding ist, die spielen immer so knapp. Ne? Ja. Das letzte Mal meinte Gorf so, boah, krass, da habe ich gegen Alex verloren, das muss eigentlich nicht sein. So mäßig, weißt du so? Oh, shit. Oh. Vielleicht verlieren wir jetzt wieder gegen ihn. Möglich wäre es ja. Oder? Oh, was ein Winkel, aber. Oh, der Schuhanzieher. Yo. Man kriegt den Kill nicht. Oh, die Nähe, das muss es sein. Okay, das war's. Und Gorf, 3 zu 2. Was für ein Set, Alter, dang. Du musst direkt gegen Gorf weiterspielen. Jetzt schon? Ja, du musst jetzt Alex zeigen, wie man es richtig macht. Na gut. Du musst gegen Dragé. Dragé. Ich muss gegen Gipalpse. Le Pepe de Légie. J'ai Pepsi. J'ai Pepsi de Légie. J'ai Pepsi. Cheese.
Pepsi. Die Pepsi. Let's go gegen Muff, gegen Peach. Oh. Let's go. Kann es eigentlich sein, dass heute Peach der meistvertretende Charakter ist? Ganz ehrlich, wahrscheinlich der zweitmeistvertretende. Schon, du spielst auch Peach, ne? Dann sind es drei. Ja. Wahrscheinlich mehr Pop. Ich hätte es schon mal meine Salzkristalle. Hätte ich gesagt, ich bin ein bisschen abgefuckt von deinem Salz, mein Freund. Nein, das ist Wahnsinn. Wie schön die sind. Wie schön. Achso, wir haben jetzt. Ah, G-Pipes gegen Jan, ja klar. Oh, Mikrofon, sorry, Chat. Das muss richtig eklig und laut gewesen sein. Es tut mir leid. Spam this turd. Updaten. Hallo? Das ist egal, es geht nicht darum, wie viel jeder neue Mann sagt, wie viel Stocks hier am Ende macht. Das ist vollkommen egal. Ja, immerhin. Wie habt ihr denn gespielt? Hä, wie habt ihr denn gespielt, Leute? 3-0? 3-2. Ja, da kann ich doch nicht so. Ich brauch's am Spiel. Ich bin krank, du hast von mir nicht gespielt. Oh Gott, ja, mach das mal ganz gut. Thank you.
Ja. Nice. Oder? War sagst möglich, du Bescheid, wenn man das weiß, ja. Ist denn? Easy going. Oh mein Gott, das ist Jan gegen G-Pipes. Und G-Pipes kriegt auf den Sack. Das geht ja ab. Heide? Jan noch ein erfolgreicher Edgeguard. Oh mein Gott, G-Pipes about to machen Liegestütze zweimal zweimal in zwei Wochen. So rum. Jan? Konsti? Ja. Ein, ja? Ja, mach. Ey, ich hab ja. G-Pipes gerade gestockt. Oh mein Gott! Wie viel steht's? 1-0. Okay. Liegestütz. Krass. Ah, G-Pipes führt 1-0 scheinbar. Ich nehm's zurück. G-Pipes führt 1-0 und Jan hat ihn dann geforstet. Insane. Also 1-1 jetzt. Okay. Ja. Ich wusste das nicht. Cool, ich spiel gegen den Gewinner. Okay. Ich habe noch nie gegen G-Pipes gespielt. Das ist ganz schön gut. Ja. Aber ich glaube, dass so. Du bist auch gut gegen Marv eigentlich, oder? Eigentlich schon. So ja. Durch Arthur und so. Mal gucken, spielt der weird so? Er spielt tatsächlich, finde ich, ein bisschen wie Arthur. Guck mal, ganz viel so halt durch dich durchdashen. So, und, weißt du, mit, so, dem, mit dem, mit dem okay. Tiefen Dash. Ich ein bisschen sehe. Arbeiten. Also, letztes Mal war das so Dinge wie, dass so. Ich habe das Gefühl, dass so jedes Mal, dass ich mit ihm gespielt habe, hat er mich eigentlich so ein bisschen gebodied. Okay. Und dann letztes Mal habe ich dann ein bisschen halt, ich bin ein bisschen dahinter gekommen, wie man halt damit arbeitet, dass er halt die ganze Zeit unter dir durchdasht. Okay. Also halt, er macht halt so eine Fair und anstatt zurück zu dashen, dasht okay. Er manchmal einfach durch dich durch. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist halt keine, als Fox super. Darfst du da nicht nähern zum Beispiel. Ja, genau. Oder als Falcon eigentlich auch nicht. Ja, yeah. Zum Beispiel, du kannst stompen. Ja. Yeah. Aber sobald du halt mit dem Dashstand so ein bisschen klarkommst, ja. Oder so als ich zumindest damit klargekommen bin, da ging es dann ganz gut. Und dann habe ich ihn halt im letzten Match auch geforstockt. Aber ich glaube, das war auch mehr so ein... Er hat das Match davor hat er fast geholt. Ja, ja. Und dann und fällt so alles zusammen. Und dann ist alles zusammengefallen, ja, ja. Genau. Ich glaube, halt, genauso gut hätte das ein 3-2 werden können, wenn ja, er eine zweite ja. Geholt hätte. Und der hätte mich dann vielleicht ja, sogar besiegt. Ja. Oh, zumindest kein Fall. Nee. Oh, die Stock sogar. 2-2. Das ist so crazy, ja. Oh, Tech just rest. Was ist passiert? Oh, ich hab kurz weggeguckt, Alter. Der hat einen Normal Getup von Miss Tech gerestet. On wer Reaction. Wer macht denn sowas? Niemals on Reaction, Bro. Also, vielleicht auch ein Read, aber es sah ja. So Reaction aus. Es sah vielleicht so Semi-Reaction. Ja, ja, so ein halt so. Ich hab's eigentlich erwartet. Oh, shit. Oh, oh, das wäre fast nochmal ein Rest gewesen, wenn er nicht gecrowd-cancelt hätte. Und ich glaube, das ist der Stop. Ah, nee, doch nicht. Nee.
knapp aber. Er hat gerade schon genährt. Schöne Recovery aber dann. Toll. Aber es sieht nicht gut aus für G-Pipes. Oh, was ja, für ein Grab. Vielleicht spiele ich gar nicht gegen ihn. Sieht sehr danach aus gerade. Aber es steht da noch nur 2-1. Yeah. Falls Jan das überholt. Ja, holt er. Ist rough, Mann. Gegen das ist rough. Rough gegen Puff. Rough gegen Puff. So ein Lied. Ich vergesse uns, ich muss noch mal. Ja. Ich nehme mal deinen Platz, ja? Ja, Moment mal. Ich fix hier mal den Score kurz. Baby. Trocknen lassen. Haben wir den Score nicht eingetragen? Nö. Steht 2-1 für Jan jetzt. Ja. Yeah. Kannst du ja machen. Aber ich denke so, ein bisschen so wichtig ist es nicht. Vor allem, wenn die Leute gerade da sind, da kommentieren. Ja. Oh, steht wer hat da? Sorry. Hugo Prolowski oder so, was steht da? Nee, Hugo Prolowski. Geld pausiert sein Match. Er hatte irgendwas zu tun. Wo ist Banane eigentlich heute? Banane ist im Chat. Ja, aber was macht er? Keine Ahnung. Er ist schon rough jetzt einfach. Er wurde direkt low percent getippert. Oh, okay, nice. Aber das ist auch Objekt des Matchups. So. Ja, klar. Das passiert. Das ist ja quasi der Rest von Mars. Fair. So ein Pistolenrest. So ungefähr, ja. Nur, dass er nicht restet danach. Das ist sogar viel besser als Rest. Eigentlich schon, ja. Ah! Was für Eier er hat, überhaupt Puff zu edgeguarden, ne? Oh mein Gott. Ich finde fair, halt so eine Downtilt dahinsetzen, finde ich gut. Aber ja. Ich glaube, das waren einfach gerade zu viele, zu unkoordinierte. Er hätte so warten müssen. Und halt da hat er so den einen richtigen Downtilt. 2-3 Skill-Levels niedriger gespielt, ganz kurz. Ja, das macht er aber, glaube ich, jedes Mal. Achso. Oder generell, so beim Edgeguarden generell, macht er ganz viel so, halt einfach so lazy Downtilt. Von so. Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt 1 Million... Aber das ist gar nicht so schlecht. Die Chance ist so 40%. Ist gar nicht so schlecht, ja. Ich würde die... Oh! Okay. Er hätte F-smashen können. Vielleicht wollte er. Ja, oh, hängen geblieben Schild. Das war super weird. Oh. Ey, dieser Edgeguard, ne, ich kann den gar nicht. Welcher? Na, mit Puff diesen Fair Edgeguard. Ja, ich hab den mal probiert, ein paar Mal. Das ist irgendwie so. Was ist das für eine Advanced-Technologie? Cool. Oh, das war ein Rest. Nee. Das ist ein Rest eigentlich. Nein, Bro. Ja, nein, Mann. Nein. Ich glaube, es ist viel mehr Rest-Situation, als man denkt. Glaubst du? Ich glaube, das war kein Rest. Ich glaube nicht, dass das ein Rest ist. Vielleicht keine so True-Combo-Rest? Das war ein Rest. Kein True-Combo-Rest so, aber halt, ich glaube schon. Nein, Mann. Ich würde gegen Marth nie irgendwas nehmen, was nicht True-Combo ist. War das ein Rest-Chat vorhin? Ich glaube nicht, oder? Oh! Effort. Ah, kein Tipper. Kein Tipper-Redeal. Ich sagte, wir gehen noch Last Stock, ne? Ganz, ganz locker. Es wird Last Stock Even sein. Oh, habe ich jetzt was gecursed? Ich würde auch dran glauben, aber er muss halt langsam machen, sonst... Das wird schon. Der Kill. Ja. Jetzt wird es langsam schwierig, keine Ahnung. Er muss halt irgendwie halt... Marthritis existiert nicht, Mann. Ich sag's dir, sowas gibt's einfach. Nicht, es gibt nichts. Aber er rankt auch einfach zu viele Prozente, als dass er danach so richtig... Ja, ja. Er hat keine True Follow-Ups mehr. Ganz... Oh, fuck. Oh, das war's dann. Das hat CSD-Klickste, glaube ich, auch. Das war's dann. Oh, shit. Lefusi gegen Magic 3-1. Lefusi gegen Magic 3. Du hast gewonnen. Ja. Aber es war knapp. Close. Ja. Close 3-1. Close 3-1. Schön gespielt, ja. Okay, that was definitely close, though, right? It was close. Put it in. It's close, though. Oh ja, yeah, I'm sorry. Das ist close. No, ich meine, man muss dazu schreiben, das ist close. Aber ja, das auch. Kann man was, du musst gegen Maxi, Digga? 3-1 war's. Aber gegen dich? Was? Du musst gegen mich. Oh shit, okay. Oh, fuck, ich hab falsch eingetragen. Oh, Bruder, schmeiß mich aus dem Tournament, Digga. Nee, sorry. Rigged. Aber guck mal, er hat's nicht akzeptiert, ne? Der wusste schon jetzt. Da stimmt was nicht. So, jetzt. Als ob's gegen G passiert. Nee. Ich hab's doch gerade gesehen. Jan Ulrich Ofe. Wir müssen nicht sofort spielen, Alter. Nee, muss nicht. Du hast es wichtiger, glaube ich, auch. Du hast gerade gespielt, sehr gut. Ah, du hast verloren gegen Murph, okay. Murph ist aber auch sick, wer hat weg? Gegen wen hat Murph verloren? Damit was los ist. Was? Damit was los ist. Jetzt für die Fans. Alles für die Fans. Ja, hast du gesehen,
Salz? Salz. Schau dir die Kristalle an. Sie sind ein bisschen nadelförmig. Thank you.
Ja? Ich warte noch, ob das meine fertig ist, aber danach schaut er rein. Danke für den ganzen Tag. Das ist tatsächlich nicht mehr so schön mit der Halle. Aber im Wasser haben sie keine Kühler. Das ist mega schön. Ich habe es halt. Dieses Salz war harte Arbeit. Wirklich, ich habe da so lange drauf geschaut. Nett von deinem Studium. Salz. Nein, du musst gegen machen. Ich hab Salz geerbt und dann schnell. Da muss ich ein bisschen wenig. Wenn es 10 Grad ist, dann habe ich 10 Grad. Ich habe beim letzten Stock, der war bei 150% bei 0 und ich wollte eine Kante hier reinbringen. Oh, das ist so geil! Maximum noch mal. Das ist das. Ach so, ja, ist ein bisschen blöd, in der ersten Runde ist halt niemand. Also da fehlt einer. Kannst du dir mal angucken dann. Heide, wie war der Score? But it was close. Ja, habe ich auch gehört. Ich habe gehört, das war ein Nagelbeißer. Mhm, ja, Nägel wurden gebissen, keine Frage. Ich nehme an, der Score hier wird wahrscheinlich 1-0 mindestens sein. Weil wir sind ja auch. Wir sind auf Drömmeland. Ich glaube nicht, dass. 2-0 jetzt, ja. Ich glaube nicht, dass Kahn so wahnsinnig ist, auf Drömmeland freiwillig zu gehen. Ich glaube, viel Spaß wird er daran nicht haben, nee. Aber ich weiß nicht, Kahn ist halt auch so ein Mima. Hm. Du musst jetzt gegen Gorf. Gegen Gorf? Ja. Na, was ist, wenn ich das nicht möchte? Aber du kannst ja einfach den Konter benutzen, du weißt doch. Ich weiß. Oh no, Jan! Das hat mir Ken beigebracht. Ja, genau. Ich guck mir einfach mal schnell die Documentary an und dann habe ich das. Kahn will einfach alle Laser schießen. Er fragt sich, wann ist das Magazin leer? Ist halt auch schon echt cheap, den Rest einfach zu punishen. True. Echt mal, man kann ja wenigstens mal so Homies stocken und nicht punishen. Puff kann nichts machen, wenn man den Rest punisht. Okay. Spam this Birdo to help out Thirdo, Digga. Der ist neu. Yeah. Oh, no. Ist eigentlich inzwischen mal Kahn gegen Arthur passiert? Nee. Damn. Arthur ist ja auch ein Vater. Aber die Frage ist, ist er Kahns Vater? Das wissen wir alle. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen, ja. Und deren Antwort wir wohl nie kriegen werden. Vielleicht ja schon. Aber vielleicht sind sie auch die gleiche Person und deswegen sind sie nie im selben Raum. Oh mein Gott, Fabio, du bist schon einer großen Sache auf der Spur, da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit. Ich bin immer großen Sachen auf der Spur. Fair. Ich habe gehört, du gewinnst heute. Oh, mal sehen. Willst du sagen, ich habe falsche Informationen gehört? Ey, Fabio, ich will dir nicht zu viel versprechen, was ich dann am Ende vielleicht nicht halten kann. Das ist ja klar. Ach so, verstehe. Sehr humble. Gibt es ein Twitch-Emote, das nicht nur ein Gesicht ist, sondern ein ganzer Kerl oder so? Ein ganzer Kerl. Ein ganzer Kerl? Also das ist ein ganzer Kerl. Ja klar, gibt also ein Twitch-Emote weiß ich nicht, aber... Kommt von ihm von... Ja. Definition vom ganzen Kerl an. Ja, jetzt nicht nur das Gesicht so. Strichmännchen oder sowas. Ja. Ich wollte gerade auf die App gucken, aber die App ist zu lahm. Ach man, okay. Spam this Schwan to help out Kahn wollte ich machen. Ich wollte machen Spam this Mann to help out Jan. Okay. Spam this Dennis to help out Max. Das ist ein gutes Spiel, aber nein. Das sollte nicht sein. Genau. Junge. Das gibt's garantiert. Ich glaube, Pistole ist nicht so legal.
Oh, Junge. Oh, der Bird Spam, let's go. Pasecco auch im Chat. I love to see it. Der Dünn Dude. Spam the Schwan to help out Khan. Sehr sick. Tuff Cup mit dem 16. Sub in a row. You love to see it. Welcome to chat again. Ein Berliner Klassiker. Young Ulrich, Young Fusi. Oh, sie legen direkt los. Kein Aufwärmen hier. Direkt in die Action. Dennis mit seinem Daisy Skin. Mit dem Jab Upsmash. Dan ist noch nicht bereit mit seinem SDI. Nicht schnell genug. Der Gewinner zieht ins Winners Final ein und darf da gegen Khan spielen. Skultendorf. Man könnte meinen, es ist ein Spiel um Platz 2. Das ist quasi mein Matchup zu Hause. Du spielst nichts anderes. Naja, ja, er geht also halt entweder gegen Senna mit Marth. Oh mein Gott, das war so smooth. Oh mein Gott, und er kriegt den Single. Oder sorry. Gegen Sebi mit Fox. Das heißt also, das ist halt eigentlich mein wichtigstes Matchup. Gegen Senna gewinne ich noch, aber gegen Sebi muss ich irgendwas anders machen. Team. Und daher mal schauen, ob ich hier was mitnehmen kann. Das ist sein. Yo. So. Wieso habe ich nicht gegen Khan gewonnen? Weil irgendjemand einen Schwarm gespammt hat. Keine Ahnung. Tuff kommt nicht zum Ziel von Ratzi gewonnen. Hat der Down Smash again on stage? Oh, there goes to the platform. That was smart. The float's gonna end soon. Oh, die Asket. Oh, what? Maxi mit dem Unpredictable Movement. Beide haben richtig schön in Sync gedasht gerade. Gedasht, oh mein Gott. What the fuck? Wollte ihn Feuerschein. Oh! What the fuck? Mit dem fucking Schulten. Und hast du die Absmische? Are you winning, Sun? Gegen die Pepsi, ja, gegen Khan nicht. Sun did not win. Den Khan kann ich ruhig verlieren, das mir. God can't. But maybe we run back, huh? In the losers. Yeah. You know it. Okay, oh, Tuff Cup mit dem fucking Gift-Sub für den lustigen Witz. 19 Abos schon verschenkt. XD. 19 Abos? Und selber schon 16 Monate dabei. Damn. Hell yeah. How many people are watching this anyway? Es ist immer unser Nummer 1 Gift. Immer kurz vor die Rusty. Ist heute irgendwas Besonderes? Nö. Ja, er hat nicht 19 auf einmal, insgesamt 19. Es ist Jedo gibt es nur einmal die Woche. True, es gibt keine 19 Viewer, glaube ich. True. 19 Viewer? Nein, glaube ich nicht. Eben. Ah. War das auch aber scheiße, aber Jedo ist nur Game einmal 1, ja. Glaube ich. Dennis hat gewonnen, ne? Nein. Nee, Maxi, kurz schon. Ja. Lil. Klar. Lil Pump. Warte, Viewer sind hier, oder? Lil Pump ist dabei? Was? Wo sind unsere Viewer? Hier ist der Chat. Nee, Viewer, wie viele? Achso, war ja, sorry. Aber da sind die ganzen Bots dabei. Wer kann es aufrechnen? Dude, Chad Jacoby ist dabei. Oh, du, hey, Dude? Die, ja, was? Die? Der war da nicht dabei. Banana ist dabei. Love to see it. Drops on D-Rusty. Weißt du, wen ich vermisse?
Wie vermisst du? Ein haram Jungen. Ja, wo ist der? Ja. Der ist weder hier noch im Twitch-Chat. Ich schalte weiter nicht. Wahrscheinlich zu busy. Damn, okay. Der erste Slot ist weg. Spielen hier alle Office Mar? Ja. Ja, sieht so aus, glaube ich. Sieht halt Dorf Dick Ray. Gegen Xeno und Groß. Gegen wen musst du denn jetzt rein? Winner of X. Okay, Loser spielen alle. Oh, ich muss hier warten. Oh, Magic! Ich hab lange nicht gegen Magic gespielt. Oh, das wäre so sick. Wenn er gegen Office gewinnt. Ja, ja, dann muss er auch erstmal gegen. Oder gegen Marv. Oder gegen Marv. Alles ist über offen eigentlich. Aber Jeno. Gegen Floaties ist Office sehr gut. Also, das. Da hab ich Probleme. Magic mit dem ist zu besiegen. Ja, Magic ist halt sick. Ich glaub, Magic holt gegen Office. Seitdem Arcanin ist er so sick geworden. Ja, war vorher schon sick, hä? Magic ist. Ja, aber seitdem Arcanin ist auch besser geworden. Nicht oh gut. Mein Gott, er geht nicht out gut, there. Weil er war ja schon gut. Kriegt leider die Nutria ein bisschen zu spät erst raus, sonst wäre das der Stock gewesen. Er hat ihn auf Stage und da ist die Nutria. Da sollte er nicht zurückkommen. Was tut er? Er geht viel zu weit raus und gibt ihm einfach die Ledge. Wo ist der Edge-Card? Jetzt ist es natürlich schwer, Fox wieder auf Stage oh zu kriegen. Mein und das Gott. Macht den wichtigen Damage, der hätte alles vermieden werden können. Damn, that's it? Nein, mit der Wecker geht er erst auf Stage erstmal, aber... Yeah. Oh, mit den Driften! No. Was war das? Das ist 1,0 Kardinalbewegung, Alter. Er ist direkt von links, dann ganz rechts. Und auf einmal hat die Richtung gewechselt. Sah aus wie Puff Air. Puff Drifting, what the fuck? Das war insane. Hm. Oh mein Gott! Wie kommt der auf die Stage zurück? Wie war das? Das war nicht mein Auge. Das war insane. Der Toadstall. Oh mein Gott, der Reed! Sagt, fuck you! Und da hat er den bei 0% geholt, der bei 3% in Stock. Wunderschön. Mit einer Down, der fast so, als ob die spiked. Da war Maxi nicht vorbereitet. Das sind beide in Stocks gleich, aber dann ist natürlich bei dem nächsten Backair tot. Und da, oh er versucht's! Gott. Warum versucht er das bei 0%, nachdem er gerade eben schon den Stock bei 0% verloren hat? Da holt er sich den Waveschein. Der klappt doch immer. Denn das ist doch wunderbar. All reliable. Jetzt macht er den Pressure. Dennis steht im Shield und Spot Dodge und weiß nicht wohin damit. Und hat schon auf einmal, findet er sich mit 60% wieder nach, wie nach einer Peach Down Smash. Hey. Okay, aber jetzt der Raps, die kann er, die kann er. Hey. Die hat er geübt. Hey. Er kriegt die wichtigen Prozent. Oh, auch nach oben, die einen. Hey. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott, ist er tötet? Der ist tötet. Maxi, die einen nach oben versucht mit seinem Schein rauszukommen, aber er schafft es nicht ganz rechtzeitig. Und dann kriegt die mit dem Up Smash. Sweet Spot. Ich wusste nicht, dass das geht. I ought to win, ja. Ah, die Landings auf der Stage hat er auch geübt, hat man gemerkt, aber diesmal war Maxi vorbereitet, nachdem er das davor schon ein Ding abgekriegt hat. Ich kann auch den Witz Shoutout an die Shoutcasters, let's go. Willst du den Sitz haben? Nee. Okay. Ich gehe auch eh gleich. Ja, naja, ich glaube, du hast noch ein bisschen Zeit, oder? Magic chillt immer noch in der Küche. Zeit Opel spielt noch gegen Marv, also ich glaube, hier dauert es noch ein bisschen. Frage. Gehen wir zurück zu... Man merkt, dass Magic Italiener ist, indem er diese Bewegung gemacht hat. Macht er das hat ja? Er gerade? Ja, hat er ja, gerade ja, gemacht. So. Da wird erklärt. Lol. Okay, we're taking it back. Jetzt brauchen wir halt die Grabs. Da, wir sind wieder auf FD, dann da funktioniert nämlich der... 1, 2 mehr Grabs, das ist vorbei. Oh, der Down Smash. Oh, der macht 39%. Okay, da sind wir. 20% Dash into grab. Er hat ihn an der Ledge. Er versucht trotzdem ab. Throw. Schafft aber nicht mit der Neutral Air weiterzumachen. Kommt immerhin wieder auf die Stage zurück. Oh mein Gott. Okay. Max trifft die Late Neutral Air. Ja, macht jetzt nichts sind wir daraus. Wieder dabei. Und wieder gegrabt. Let's go. Hoch sollen sie leben. Was? Okay. Der Schein. Ja. Er geht raus. For one. Was soll Dennis auch machen? Er muss preemptive Neutral Air machen, aber dann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Shorten war ein bisschen zu short. Oh, Dennis mit dem Dash in. Und den Crouches, aber Maxi holt trotzdem den Damage rauf. Der Forward Air, okay. Forward Air? Forward Air? Können wir jetzt im Forward Air? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, und da sind wir wieder dabei. Maxi schafft es nicht zu tacken bei diesen 80 Tech-Szenarios, weil dieser Tech-Lockout zu strong ist. Okay. Und Dennis weiß, das nutzt das aus, um ihn zu kombo und hat erst den. Und jetzt oh, der schafft gleich den Absolut wieder. Linear. Oh, mit dem Weak der steckt into the strong der steckt. Insane. Oh, Weak Nair into Absolut. It's so funny. Schnell genug gewesen.
um diese Kombo zu kriegen. Das war wichtig. Okay, diesmal der Counter Pick scheint ja zu funktionieren auf jeden Fall. Ja, okay. But it helps. It's good. Einigermaßen easy. But it's not this. This means what the fuck. Es ist auf jeden Fall das populärste Match, zu sagen. Alle scheinen hier zuzuschauen. 3-0 for Gorf? 3-0 for Gorf? So, it's Gorf Pipes Gorf. Let's Gorf. It's Gorf Pipes. It's Gorf Pipes. We got some Gorf Pipes? Can we get Gorf Pipes on the stream? Oh shit. Maybe, wenn die fertig sind. David? Ach, warte mal, warte mal. Wer ist denn noch? Magic Office. Ja, auch nicht. Aha, hallo, hallo. Hallo auch heute, oder? Spielst du heute auch mit, oder? Ja, zweimal. Zweimal, ah, aha. Ich möchte mal ein Netplay spielen, aber mein Prozessor ist so scheiße. Damn, das ist natürlich nicht so gut. Ja. Warte mal, gegen wen hast du denn die erste Runde gespielt? Gegen Jan. Ah ja, ja, ja. Tough Matchup, honestly. Also player-wise. Jan too good. Ja. And now is he. Okay. Das ist jetzt so komisch, weil ich mit ihm Warm-up gemacht habe. Ah ja, ja, dann ist natürlich, gibt's keine Geheimnisse mehr. Und speaking of keine Geheimnisse mehr, hier geht's 3-0 aus. Da gibt's auch keine Geheimnisse mehr. Okay. Now Golf Pipes. Jetzt geht's ja mit Golf Pipes. Golf Pipes. What I hear every time for like 1 hour. She said 2 minutes. She's got a similar movie. Yeah, 2 minutes. How loud is it? Yeah, I guess. Wen habe ich denn? Ja, man, ihr habt broken. Ja, ja, ja. Honestly, at least. Honestly, it's just bad. Good game. But left Palsy. Yeah, Palsy. Okay, all right. Oh, got it. Shake on it. Yeah. All right, we better melee. Woo. Thank you, thank you. And Yoshi, but only Yamsa can play. Can we actually play? Sheik, but only Jaimu can play. Haben wir Zettel oder so für den Losers Contest? Ja. Zettel, gute Frage. I don't know. Ich hab manchmal nicht hier welche. Ich hab den nicht gehabt. And here we are with this hype set of Z-Pipe versus Gorf. Z-Pipe's coming from Canada. Why Black didn't you Mark. Speak in German? Entschuldigung. Moment. Zeit. Okay. Ich bin Anmeldung. Du bist magisch. So cool, it's finished. Okay, peace. Nice. Danke, Heide. Ladies and gentlemen, it's G-Pipes versus Gorf. I'm gonna prepare the loser's bracket for now. And this sheet of paper. Most scuffed shit. Aber gute Idee, ja, da liegen ja 3 Millionen Sachen aus.
We got Gorf against Drip Pipes. Gorf Pipes looking strong right now. G Pipes only losing 67-78%. Nein, so funktioniert es nicht. Gorf lost 3 stocks. Das habe ich getan. Was tust du? Hier muss, das muss ist, hier ist drüber. Ist da schon ein Name, Alter? Ja, das ist Olong. Ja, gut. Das hättest du doch damals. Ah, fuck, ist schon vorbei. Es ist ja hier eh durchgescribbelt, also. Na klar. What are we doing? Losers round, losers bracket, Gauntlet. So, nochmal. Wir spielen einfach einen Round Robin. Alle, die hier verloren haben, gegen untereinander und alle, die hier verloren haben, untereinander. Das heißt, du darfst auch. Yeah! Yeah! Ich hab heute mal ein Set gewonnen. Oh, let's fucking go! Dick Rich, Dick Rich. Ein paar Wochen, dann bin ich vielleicht wieder zurück auf Prime Gear. Oh, let's go! Prime Dick Money. Aber nee, das ist nur, wenn ich Fox spiele. Ah, ein Glück. Dafür ist die Welt noch nicht bereit. Ach, der runde Robin sogar. Na klar! Ja. Drage. Das ist so kacke hier zu schreiben. Als ich den Nickname erstellt habe, war mir nicht bewusst, wie versatile der ist. Es ist unfassbar, man kann alles draus machen. Als wir WoW gespielt haben, haben wir mit Dänen gespielt und die haben mich alle Dragon Guy genannt. Dragon Guy? Weil apparently Drage. Ah, ja, das macht Sinn. Die waren alle convinced, dass ich, also die Norweger waren convinced, dass ich Norweger bin und die Schweden waren convinced, dass ich Schwede bin. Geil. Das war geil. Und wir sagen Drage. Ich weiß auch nicht mehr, auf wessen Mist Big Rage gewachsen ist. Bestimmt auf meinen. Ja. Was hältst du da, du oder John? Ich glaube, ich habe dich wirklich mal Dick Rage genannt. Ich glaube, das ist mein Mist. Ja, nice. Das ist ein zeitloser Nickname. Auf jeden, das ist so gut. Okay, ich suche euch mal alle zusammen. Ihr könnt jetzt, also du weißt Bescheid. Du kannst jederzeit hier hingehen. Hier hingehen. Darf ich noch was nehmen? Hier mit Ebo. Da, Matches eintragen. Und auch gucken, wie du fängst. Ja, ist auch nicht so schön. Bei jedem Ast, wie soll ich so machen? Jeden Ast. So crispy aus. Das ist insane. Das ist zu happy. Ah, Stream. Jetzt ist offiziell Essenspause, ne? Wenn ihr wollt, kann ich ein bisschen ASMR-Suppengeräusche bereitstellen. Wow.
Groff gerade gewonnen oder hat Groff ihn auf FD gecounterpickt? Ich will den Score einschlagen, aber ich habe leider nicht hingeguckt. Hat Dorf gerade gewonnen? Keine Ahnung, Mann, das war mit dich. Ja, sonst wäre es, glaube ich, nicht mit dir. Ja, ist halt die Frage. Vielleicht ist das ein Power-Move von Dorf. Ja. Ladies and Gentlemen, es ist Gorf gegen G-Pipes und gegen alle Erwartungen ist Gorf hier vorne auf dem Counterpick von G-Pipes. Das heißt, ich denke mal, es ist 1-0 für Gorf. Aber das ist nur eine erstes Theory. Erstes Match war auf Dreamland, also eine vielleicht Game war es auch Theory. Gar nicht das erste Match. Ah, vielleicht ist es auch 1-1, das kann sein, ja. Ich schreibe mal 1-1, das macht mehr Sinn, weil die spielen auch schon länger. Ist mal auf der sicheren Seite noch. Und Gorf hier vorne. Ich meine, it's theorized by many that Falco isn't that bad of a character on Final Destination. But these days being ahead against the Marth? Outrageous. But Gorf, we've seen in the amateur bracket at the Arcadian what he's capable of. And today he's showing it off. Er bringt einfach die vereinigte Power des Südwestens nach Berlin und schlägt Kanada. Wie wär's? Okay. Martha Ridis. Gorf still living. Gorf macht es zurück und Spot Dodge gegen die Side B und kommt hier mit der Nair durch. G-Pipes on his last stock. Oh, da hat er nicht gemerkt, dass er seinen Jump verloren hat. Oh, sehr riskant hier. Jeder Mal sucht danach dem Grab. Aber Gorf steht einfach in seinem Gesicht. And the shine somehow getting through the down tilt or whatever that was. Oh, that was so scary. For both of them. Der mutigste Mann. Nordseits der Elbe. Oh, wir sind südseits der Elbe. Egal. Westlich von Mekka. Westlich des Mekka. Wahrscheinlich. Oh, wie konnte dieser Schein nicht treffen? Gorf wurde gerobbt. Daylight Robbery. G-Pipes mit dem F-Smash aus der Hölle. Das ist das Comeback. Oh, es ist Comeback! Oh, wirft sich weg! Das ist das Clutch. Clutch Forward statt eines Comebacks. Let's go! Banane Marmelade im Chat. Oder besser ist doch dein Choke Forward. Not gonna read that out for respect of the players, but. He said what he said. And G-Pipes. G-Pipes coming back with a, I think so at least. Wir haben keine Ahnung. Okay. We know that Gorf won on Dreamland. Und dass er auf FD gewonnen hat. Okay, ich denke mal, Dreamland wird ja sein Counter. Aber es ist nur eine Theory. Eine Game Theory. Das stimmt, ne? Jetzt da G-Pipes ihn nochmal gecounterpickt hat auf FD, können wir uns ja sicher sein, dass das sein Counterpick war. Ja. Oder ist es ein Zurück-Power-Move? Counter-Power. Oh mein Gott, Gorf! Gorf mit dem Non-Laser! Forward air! Ultimatives Falco-Mind-Game, einfach nicht Laser. Okay, Laser Forward Tilt. Ekligste Move im Spiel. Fächer. Laser Forward Tilt. Laser Down Tilt. Oh mein Gott, und der Laptop ist auf einmal weg. Okay, jetzt sehen wir wieder was.
G-Pipes mit dem Double Jump Mix-Up, aber G-Pipes langsam zu schlau. Oh, Power Shield Grab. Ah, ein bisschen umständlich, aber. We got there in the end. Smart dann nicht für den Schein zu gehen, sondern er macht noch eine Aerial. Forward Smash. Wird gepunished. Und sehen wir ein Game 5? Ich glaube, wir sehen es. Wir sehen es vor unseren Augen. Oh, und da ist es. Also spätestens nach diesem Match werden wir ja besser verstehen. Ja. Oh, ein mutiger Counterpick hier auf Pokémon Stadium. Ich persönlich kein großer Fan davon, aber boah, schöner Sweet Spot da mit dem Double Jump. Oh, und darauf fällt G-Pipes vermehrt rein in diesem Set. Keine Sorge, Chat, ich rufe hier keine Tipps rein, weil G-Pipes kein Deutsch versteht. Oh, und das ist falsch rumgehalten und das war der Stop. Oh! Oh, da hat er die Ledge geklaut, aber dann wieder freigegeben. Nein! Schöne Nair. Wieder die Ledge geklaut und dann wieder freigegeben. Oh. Oh, was soll es werden? Schöner Pivot Grab da von G-Pipes. Er geht weiter mit dem Check Chase. Ja, 3-0 easy. Was? Das hat so lange gedauert, trotzdem 3-0. Bei uns? Yes. Es war nicht easy. Nee, es war so schwer. Hat so ewig gedauert. Aber es war 3-0. Das habe ich nicht gemerkt. Aber es ist ja auch Brody, so. Wir waren zweimal auf Rush, ist so lange gar nicht gewartet. Achso, ihr wart 3-0. Achso, ja. Ja, das meinte ich. Ich dachte, du meinst zwischen mir und Dennis. Nee, das habe ich gesehen. Das ist ja schwere Geburt, ja. Ja. Komische Entscheidung manchmal und so. Und er hatte dich manchmal richtig auf Stage und hat einfach nicht. Ach stimmt, du hast hier gesessen. Ja, ich habe kommentiert. Jetzt mache ich kommentiert, ja. Er hatte dich auf Stage. Aber man hat voll gesehen, da war dieser Drift. Alter, du driftest so auf die Stage. Auf einmal driftest du so lang. Pass auf, was? Du bist an der Ledge. Das war insane, man hat genau die Frame gesehen, wo du gewechselt hast. Ja. Oh mein Gott! Oh, G-Pipes einfach zu souverän hier. Der Oliver Kahn der Berliner Smash Community. If Gorf beats him, everyone's other number goes like 2 down. Boah, ich vermisse jetzt. Oh mein Gott! Let's score! Oh wow, wir hatten recht. What is that? Well Gorfed. Ich hab ja nicht recht. Ich hab alles to read it. Oh shit! Yo, you beat Gorf? Your next opponent is way easier. Did any one of you didn't react? But I want some good to get some scotch. I prefer the Gorf. Next on stream, Office Magic. Würde ich sagen, oder Squilton of Refusi könnten wir noch, aber das wäre viel zu weit vorne. Ne? Ja, lass lieber. Also Magic Office würde ich auch machen. Wir sind fertig hier, nehme ich dir. Ja. Ja. Aber die ersten beide noch, deswegen. Ist das ein Chess? Marth up smash killed? Oh shit. Können wir machen, ja. Ja, die gehen auch letztlich schon mal. Da kannst du noch essen. What I want to date against you on For what? For oh, yes. But we have been losers, and you are winners finals. I think we should. I think winners finals should be.
I think mine's kind of delayed, so you guys are not like super cool. I don't mind. Wrong. Golf is not playing G5 anymore. Hold the fucking phone. Good, nice. Losers quarters. Young Ulrich versus G5. G5's a little slight stock lead. But you cannot count out Dennis. But G5's getting some good damage in. Ooh, the spot dodge into the down smash, but G5 saw it coming. Oh my god! The spot dodge battle! Yeah, down smash on platform, you cannot jump into peach on platform. That's the dangerous, and EZS is gonna lose the stock for it here. Hat Gerrit verloren gegen Maxi, oder? Gegen mich? Gegen dich? Ja, da haben wir es. Spot Dodge Down Smash. Oh, der Abwehr Mutual, okay. Ja. Würde sich generell Pipe Slayer nennen vielleicht dann? Schon, ja. Ich habe ihn geforstockt. Geforstockt hast du? Du hast G5 geforstockt? Ja, Mann. Holy shit. Ja, alles dank Buff Target. Turn to the stage moving forward. Oh my god, and you gotta. G5's gotta work on those sweet spots, man. I covered those as well, and now he lost another stock for it by eating in forward air that he didn't need to eat. Gotta get the sweet spot up, he's so important. Oh, what? He just goes through the sword! He put the right worst possible timing on there. Woo! Alright, Dennis sending him around the stage. G5's not landing any hits anymore. Yeah, that was a better up B, far away from the stage, still regarding the stage. Side B up tilt is gonna do it, that's the floaty Slayer. Yeah,
Yeah, there we go. Sweet spot. Just fucked it up and he's gonna lose another stock for it. Let's go, Dennis. He can't go on like this. Dennis with a clear 1-0 lead. G-Pipes could turn it around if he does the right choices. He gets some... works on his game plan. I don't know. Ben is so good at spacing out now. But not getting punished too hard. ASDI dying every down tilt and jab he can use. Got him in the air, the neutral air is gonna free him. Oh yeah, needs to get back down, doesn't, oh my god, and he gets the forward into up air. Kills him at very low percent. Let's fucking go. Good first stock for G-Pipes on his counter pick. The forward is gonna kill here. That's not what he wanted. Ben is so good at running away while the other person has 2 seconds of invincibility. I'm not sure if the dash attack was supposed to be a dash attack or a pivot dash smash, but he is gonna get back to stage, not for a speed spot, but by hitting him. Oh, and he waited out the spot dodge! That was so good. Oh my god, the side B, and he doesn't get the... Oh my god, he doesn't get the sweet spot again. That was a good sweet spot, there you go. With the counter, gets back on stage. Really well spacing around the down smash, but eating the neutral air, so those are hard to get around. They come out of nowhere, they're bigger than you think. Oh my god, just barely dodges the F smash tipper there. Dennis having trouble getting back to stage. He abuses that failed wave dash from G-Pipes to get back on stage. G-Pipes just standing there looking at him, looking at Dennis do all kinds of dodges. Gets him off stage with a down tilt, tries to cover the ledge, but Dennis lands on stage. And the side tilt up tilt is gonna, side up tilt is gonna do it. Oh, the fair combo is very nice. Spacing around him. How is it a dash attack? That's so dangerous there. Oh, what? I thought that was a see, that's the sweet spot. Oh, doesn't get the ledge? Okay. Alright, they're both very careful right now. Especially Dennis. Can't get hit anymore. Got a lot of percents. Oh my god! Dennis gets the fucking laser beam. And he throws it at him, but he kills him with it. And it despawns, sadly. But he did get the kill. Laser Sweaty am Start? He's using items, he's cheating. Oh no way. Laser shot. And he got the stock gone with it. Again. He got the stock with it. Now we close, though. Okay, oh, okay. The dash attack getting. Can we close it out? Getting very important percent here. Hasn't gotten hit in a while, but. Okay. He's been very careful about it. And the up tilt, yeah, it. Weird up tilt. Yeah. That's all he needs. That's all he needs. 1-1? Yep. Let's go. And there's okay, the 1-1 from G-Pipes on his counter pick. That was good. That was close. We go in Pokemon, right? Dennis could have had it. Dennis is going to go to Dreamland, of course. Yes. I forgot the stage existed for a second, but yeah, of course. Peach's gonna live forever here. True. Well, Marsh is nuts. G-Pipes really has to work on this sweet spots. He's not getting ledges. He's tied to not getting the sweet spot like 2 times in one game. Because Dennis just forward airs him. And he always does F-throw dash attack. Huh? I'm not sure if the F-throw dash attack is what G-Pipes does all the time. I'm not sure if those were supposed to go F-throw. I always get just up throw. When I play with smart, I don't know. I just feel like up throw is what's getting me the most. Time. But what's the follow up then? I don't know. Like forward air? I just am stupid at the angle. That's probably the issue. Yeah,
Dennis on his first stock, 170%, but he is gonna live a while. That would have killed him on most of the on all other stages. Steven and Broughton, heard it here first. Just barely dodges the next attack. Okay. Oh, the covers. Oh my god, covers. Oh, good attacks for the forward air. See? That's sweet spot. He needs to get those. Needs to get those. They're yeah, like that. Getting that was better. Hella percent in there. Oh, the up tilt. That's the better hit. Fucking down smash and turn it. Are we getting another stock out of this, maybe? Math is so scared of letting Peach in. Not quite just yet. Oh, gets back. Up tilt's got a kill here, yeah. Oh my god, hey, the center. Hello. Oh, is he gonna pick it up? No. Good shield breaker. Pick it up? Okay. Oh, I despawned. Oh, that's a rough spot though. Yeah, forward air down there, off stage. That was good, that was good. There he goes, the lead. Oh, the down throw just barely smashed it. Oh, yeah. Oh, god. Playing a fucking dangerous game here. Yes. He's really going for those 30 kills now. That's it, though. Still, 52% down. That's not looking too good. I mean, on the stage, it's not that, not that much, but... He's holding him out down. Pretty well now. Dennis needs better ways to get neutral. In. Oh, gets the tipper. That's good. That was a perfect percent to get a tipper on. Now you just have to force the math to eat the vegetables. That's all you need. Yeah, patiently waits. These veggies, you know. Oh my god, I got the perfect music, shield. Best music in the game. He always has dash attack. I'm not sure he wants those. He hasn't gotten a single perfect tipper. But do you still want to F throw? Or would you just down throw? Depends on where you are, what you're going for. I know in Puff it's a mix up, the eye mix up, if you do F throw or down throw. Because you can't react to those as Puff because you get thrown super fast. And, oh, let's see. Oh, yeah, he will oh, wait oh, patiently. Yeah. Very good. Oh no. Sippy having a hiccup. And we're back. Got a close on something now. Oh, yeah. Slowest get up attack. Get up ever. Okay. Yeah, covers it super well with the turnip. Getting him down to the last stock. It's important on his own counter pick here to get the W. Okay. Throwing them turnips. Yeah, combos. Oh, okay, ah, okay. That's not what he wanted. Yeah. Super is waiting patiently here. He's not moving much. He's letting Dennis come to him. Okay. Ah, yeah. Chibab's holding in a bit too much. Oh my god. Oh my god, he gets the forwarder. Because he doesn't get the sweet spots. Wow. He doesn't get the sweet spots. Who would have thought? He also got hit by another turnip in another game. Them. Right at the same ledge. I've been telling you, man. The fucking turnips, the vegetables. Are what's gonna get you in then. You can definitely avoid them, Smurf, under recovery. Yeah, fountains also. I still think that was supposed to be a dash deck. Okay. Yeah, nice. He's very good with those. And I'm just out of tumble. And G-Pep is good against covering spot dodges after attack in place. See, he just waits there. Every time. Platforms are also just not nice for Pete. Such a weird height. Ooh. I mean, Peach can stand on a low platform and down smash, and Martin's so tall it's gonna hit him in his head. At this height, you know. So that, maybe that's what he should do, but like, if you stand on a platform, you're gonna get F tilted or up tilted. Yeah. Ooh! The back you're killing here. Good tipper. Okay. Looks like we're going game 5, huh? Imagine an officer playing. Mm-hmm. Yeah, you're still not playing. They are playing. Wait. Not on stream, I guess. And Maxi versus Skildorf's also winners, right? Yeah. Oh, spielen die schon? Ja. I guess die beiden sind oft genug on stream. Interesting.
Spildorf should win that though, right? Or no, sorry? Spildorf should win that. Yeah, right? Definitely. He subseed for a reason. Yeah, yeah. I'm not sure. I don't think Maxi has taken a set of him. Hey, it looks like the counter pick is not quite working out for T-Pipes after all, huh? I gotta pee. What's your assessment? Damn, hey, okay. T-Pipes almost in tournament stock. That is about to win the game, maybe, huh? Garrett went to Fountain, but he seems to be losing. Oh no! I think we have T-Pipes out. Unless he can bring it back. They can always bring it back, but... I feel that was a stitch face, right? No, that's a different one. Stitch... But it has like two stripes. It's the other one. The stitch and then the other ones I don't even care for. It's just that looks whatever. Really hard to come back from, and especially with and the... that's it! GG's! Nice! Nice. Here we go, Dennis. That's good. I feel like I learned a lot. Now I can defeat Sienna more. Yeah. That's what we need. I have no idea what. Did you clip this one stock on Dreamland, the last stock? I just got here. Also, clipped? Weiß nicht. Musst du selber später klippen. The last stock on Dreamland was nasty. That was true, yeah. Sah kurz ganz schön schlecht aus, aber dann der letzte Stock war ganz schön gut, ja. Ja, schieß, Bruder. Eins oder zwei, Dennis? Eins, ne? Ja, 3-1. Oder, Dennis? Ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Ah, they just warmed up on the other side. Ah, Jonas, ah! Ich bin doch froh, dass ich weiß nicht, wie ich mache, dass ich die Ja, okay, Leute, jetzt können wir aber unser... Ah. Achso, wollt ihr anfangen, was? Nee, fang du bitte an. Nein, Jonas muss eintragen, das war nicht, ich weiß nicht, wie. Was? Achso, das Geld? Oder was? Nein, das ist jetzt was kommt. Ach so. Das, was kommt. Hier, musst du hier... Ah. Dann wird das hier angezeigt. Was soll schon schief gehen? Wer ist welcher Port? 3-1. Connors 1. Thank you.
Okay. Oh shit, du bist ja gut. And that's 1 hour for Skuttendorf, I think. I'm pretty sure. Oh shit, bro. Oh no. You hate to see it. Yeah. Alright, both losing one stock apiece. Damn, Garrett is out. Yeah. Wait, Dennis, that was a good game though. Yeah. He almost had he had him on counter pick. But... This. Choked. Yeah. Nice. Wiltenborg. Little Fruzy. Junior. Yeah, Fruzy. Junior. Little Fruzy. Alright. Interesting how this Foxy will play out. That's the first most commentary. I don't know what to say. Call I've ever heard. Yeah, first and second seed. This is a good game. That's fair. Oh my god! How did they get the grab? I think their reaction textures were shine. Ooh. Goes through. Waits for the get up tech. Good. Oh my god! I thought he was gonna get the down up me. Yeah. That's yep. Good. Oh my god, the platforms fucked him up. He short upped. Yeah. And didn't expect to land on the platform. I hate when that happens. Yeah. I thought he would shine. Oof. Not getting him back here then. Yeah. Oh, he always goes to ledge the most. Yeah, single hit. How? How did you get the single hit there? Yeah, it was a hard one. Let's see. He got so many single hits on me too. On who? It's good enough. Come. Wait. He got so many single hits on me. Oh, okay. I thought you said he got so many second hits on Mewtwo. Huh? I don't know how I heard that. Oh, Magic, are you gonna get the next third W today? Oh shit. They would be my third. Third. No. So. Third? Second, right? No, was there's close? A ladder one. Okay. Well, sure. It was a series. Come on. That's actually true. Come on. It was ladder with mains. I got the fight from you. Don't take my W away. Oh, wirklich? Okay. Hä? Haben Sie die Farben getauscht oder was? Max ist immer gut. Am besten nicht so viel. Ja, aber auch da sind die Tickets aber anders. Also, ich muss das auf jeden Fall richtig. Okay. Ah, ja, okay. Nee, okay, dann ist es nur, weil es da rot ist. Also, wegen Player One, weil der rot ist. Okay, ja. Yeah, I've been a little dumb. Do you know what this dummy. Do you know what this tool is? Ask Jonas. Yeah, Pio. Later. Apparently. That's the score one? Yeah, okay. Yeah, that's this whatever. It is. This is obvious. Wrong problem. Nur die, glaube ich. Ich glaube, das gerade so. Einmal die und einmal die. Ah, genau. Dafür eingesetzt, dass das. Die haben Ron Robin, die haben alle außer mich besser. Oh, that's crazy, side B. Ja, Top Player Privilege. Oh mein Gott, die ganze Shine. Insane Shine. Insane. Oh. Wen soll ich jetzt noch zum Lettern finden? It seems Maxi has been studying his magic bots. Ey, du hast doch vier Sets, ist doch was. Ja, 2-2. Dann können wir jetzt noch spielen. Maradona. Du hit 2-2 ja nicht. Ja, und der muss verlieren. Wait, who do you say in Germany when you get the Maradona Hitbox? Scheiße. On App Smash? The Maradona Hitbox? Yeah. Ballack. Oh, Ballack. Ballack. Okay. Klasse. Ist ein Klasse, das ist was der Commentator say in Football. Maradona is when you cheat. Yeah, Maradona is using your hand. Oh my god! Well, Maradona holy shit. Maradona is the 0.9. The hand of God. De los Dios. Oh my god. What? Oh, this is
left. He knocked him down for Shine and immediately got two jabs to Jefferson? The jabs? And two grab or something? I don't know. They got too fast. Tof! Illegal. Tof! Tof! Did you see that breach? Tof! Oh my god. Oh, magic! Scar! Junior! Third! D'acciaio! Ofus! That's the Italian one. Bewohner! It's villager in German. Junger Link! Kanonendorfus. Nice backer! Nette Rückwärts-Areal-Attacke. Ja, Spiel und Uhr. Schöne Back. Wer? Pummelu. Pummelu. Rundududu. Rundududu. Achso, hast du den? Ja, bleib hart. Junior. Krass. Nix Red. Ich kenn's nicht, ich kenn's nur mit dem. That was super effective oder so, aber. Was war das für ein komischer Satz? Das ist Better Revolution, der ist glaube ich dann. Dude, I wish I could react attack in place. Voll auf die Breitseite! Lol. Oh! Tauf! Ein Schein! Ein Scheinen! Boah, Donnerblitz! Ein Abschmash. Okay. Geos, Geos. Let's go. Auf die Bretter. Das große Finale! Das ist das große Finale! Carlo! Der Trainer hat keinen Befehl erteilt. Ah, jetzt. Thank you.
zu spielen? Jo, können wir machen. Yeah.
You know what rhymes with sick? Magic?
der magische. Ja, der. Oh mein Gott. Aber da hast du jemanden gesehen, das ist noch nicht so ein Klopfer. Was ist das? I never get knocked out of tournament, there's no free setups. What is this? Ja, es ist halt wegen. It's because a lot of people O2, are grinding now. It's because the O2 track was. Oh, okay. Is it still going? Huh? Is it still going? There's only 2 matches. It's just take that long. I think it's just ready. Ne, bei uns ist es gerade erst ein Set. Also, es echt? Haben wir so viel Lang? Ja. Und dann messen halt. Haben wir das aufgeschrieben. Ja, ja. All the time. Und dann sagt, ja, ja. Und dann suddenly. Das ist so gut, um zu schaffen. Leute, kennt einer von euch den Score? Stadium. Relativ Standard-Pick, würde ich sagen. Dennis hat ja auf jeden Fall einen Fox Gauntlet vor sich. Okay.
Mann, mach irgendeinen Move, Bro. Irgendein. Oh, scheiße. Also ich würde jetzt auf jeden Fall abtilten. Aber stattdessen kassiert er noch mehr Damage. Das ist nicht gut. 41% für Dennis. Das ist sehr wichtig für Peach. Er will jetzt diese Tech Chases mit den Dash Attacks. Und dann den Grab. Jetzt mal der Abwehr. Oh! Noch besser. Damn. Rough. Yeah. Oh, F-Throw? Nee, kein F-Throw? Okay, bisschen scuffed. Aber hat er noch geregelt bekommen. Jetzt ist es wichtig für Magic einfach, sein Damage unter 30% zu halten. Ungefähr. Oh, diese Follow-Ups, die er hätte bekommen. Oh, dieses Movement. Insane. Leider bringt das nichts, aber es sieht ziemlich cool aus. Und ja, Rule of Cool halt. Ne? Oh, okay. Achso, das war jetzt schon das Set dann. Achso, nee, 2-0. Entschuldigung, 2-0. Ich sehe den Chat auch nicht mehr, das ist ziemlich weird. Ich glaube, weil es sich ausgelockt hat. Ach, deswegen. Ja. Ah, jetzt? Ja, aber ich sehe den Chat trotzdem nicht. Der Chat war stimmt. Ja. Naja, egal. Tut mir leid, Chat. Ich kann den Chat auf dem Handy anmachen. Ach, egal. Wenn irgendjemand zuschaut. Ja. So. Aber Magic spielt richtig gut heute. Also, ja. Hat auch Third Free Out, was echt krass ist. Ja. Ich glaube, gegen Maxi hat er auch fast gewonnen. Ja. Das war auch ein Close. Das ist ziemlich cool, dass er so um den Schild rumtanzt, aber ja. Dennis fühlt halt trotzdem keine Pressure. Wenn er es die ganze Zeit macht, kann er halt dort rumliegen. Er muss mal zum Beispiel grabben oder einfach Aerials raushauen. Ja, warum nicht? Ja, ich finde, wie du eben gesagt hast, das bringt irgendwie sonst nicht so viel, auch wenn es cool aussieht. Ja. Es kann schon was bringen, um was rauszubaten, aber Dennis hat halt sofort adapted. Ne? Er macht es halt nicht. Er merkt halt, okay, er ist nicht gefährlich, wenn ich shielde. Ja. Und dieses Gefühl darf halt Peach nicht bekommen. Ja, ich verstehe. Oh mein Gott. Das wäre ich mir so für Abtilt überlassen, scheint zu gehen. Ja. Ja, schwer zu recovern dort. Ich hätte einfach zur Ledge gedroppt. Er hat eine Stitchface gezogen, mal gucken, was er daraus macht. Oh, stimmt. Ja, das ändert natürlich das ganze Neutral. Und... hat den verschwendet. Ich glaube, Magic hat versucht, irgendwie so ein bisschen halt auf den Schein gemacht. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Mal gucken. Sehr schön. Nice. So, jetzt 2 Stocks zu 2.
Aber der 0% Peach ist halt natürlich. Hat einige Optionen. Was ich schade finde, da muss man immer so lame spielen. Wenn du selber 0% hast, vor allem als Fastfaller gegen Peach, weil die suchen am Anfang immer diesen saftigen Downsmash. Dann können sie anfangen zu kommen. Oh ja, das ist halt. Ja. Gut, Spend Grab ist halt. Ja, ja. Der wird jetzt auch auf keinen Fall gegrabt werden. Er hat so ein sickes Movement eigentlich, ne? Richtig krass. Damn. Also ich glaube, Magic, ich hatte immer das Gefühl, dass es ihm auch wichtig ist, irgendwie auch cool zu spielen. Ja. Das sieht man auch in seinem Fox auf jeden Fall. Ja, natürlich. Aber das ja nicht gleich ist sehr krass. Aber GG also, ist auf jeden Fall. Also, das Movement war sehr beeindruckend. Er hat es halt bei Dennis nicht leicht gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich meine, Dennis ist halt auch kein leichter Gegner. Ja, selbstverständlich. Er hat so viel Erfahrung gegen andere Foxes. So, jetzt sehen wir Fruzy wahrscheinlich. Ich sehe das Bracket. Aber leider spielt Jonas noch Round Robin. I missed Loser's Garrett, so somebody had to do it. Yeah, yeah. Dude, it was a lie. Jonas! Grab doesn't work. Ich glaube, ich spiele das Turnier. Oh, you grabbed so much, though. I know. Es wäre leider auch nicht, wie man das. Oh, yeah, I think a lot of times you didn't try to grab when you should have. I was just staying in shield waiting for your, like, smash and shit. No, but I got so many grabs. I think they were registered from the tournament, actually. So. Jonas ausgeloggt. Das ist hackvoll. Wir sehen den Chat. I guess die Namen kann man hier einfach ändern. Ja, stimmt, das geht. Oh nein. Achso, die Tastatur. Ja. So. Okay, haben wir geschafft. Nice. Haben wir geschafft. Muss ich noch irgendwie aktualisieren oder so? Nee, wa? Ich weiß nicht, aber bei Fruzy steht gerade noch nichts und ich weiß nicht warum. Aber. Ich hoffe, das kommt gleich. Auf jeden Fall, der andere ist Maxi. Genau. Lil Fruzy. Ja, ich bin gespannt, was er anders macht in diesem Matchup. Ich finde es also jetzt vor allem so aus dem Stil von einem nicht so erfahrenen Spieler in dem Matchup, finde ich es auch einfach sehr schwer irgendwie. Chic safe zu approachen, weil die Punish Game vor allem gegen jemanden wie Dennis halt so extrem heavy ist. Ja. Ja, mal gucken, ich habe er hat ihn ja 3-0 vorhin. Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Maxi hat ihn 3-0. Ach, Maxi hat Dennis 3-0. Maxi hat Dennis 3-0, oh, ja, ja, ja. Okay, krass. Und Dennis hat mir auch schon gesagt, dass Maxi sehr gut in dem Matchup sein soll. Ja. Was ich ja. Was man ja sieht. Mhm. Aber mal gucken, wie er es approached. Da können wir vielleicht den Kontrast sehen zu dem Set vorhin mit Magic. Ja, definitiv. Genau. Ja, also auf jeden Fall hier richtig schön. Plattform. Ja. An der Corner kannst du Peach richtig gut pressuren. Das ist auf jeden Fall eine ihrer Schwächen. Ja, ich wollte gerade sagen, Maxis Corner Pressure, da war extrem gut. Ja. Siehst du, das ist immer das Gleiche. Suchen sie Juicy Down Smash und jetzt kann Dennis Combo. Aber wunderschöne Abzug. Oh! Yo! Das ist Wahnsinn. Er ist richtig gut gegen Peach. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, gegen wen er sonst so... Schade. Ja, großer SD, großer SD. Wieder weg. Ja. Ich hab noch, danke. Das war so doof, diese SDs. So. Aber sieht man auch, dass Maxi halt, halt sehr versucht, halt um den Downsmash so drum rumzuspielen. Ja, ja. Ein paar Mal recht gut outspaced. Ja. Dennis' größtes Problem ist, das habe ich ihm auch gesagt, er reagiert auf die Up-B nicht an der Kante. Also er könnte rausfloaten und die dann nähern. Das ist so ähnlich wie ein Armada-Schein. Okay. Wow. Das ist gut, Upsmash. Das klaue ich. Das klaue ich, diese Technik. Den Upsmash. Das Upsmash. Genau. Oh! Insane! Oh! Ja, den über die Stage, Alter. Oh, shit. Das habe ich Down Smash. Alter, Maxi ist gestört. Ah, wird aber gebellt, viel. Ja, das First Game oder was? Nee, das ist. First Game, doch. Echt? Ja, ja, First Game. Ah, stimmt, ja, ich habe ihn noch gerade im Set. Das ist schnell gegangen. So, jetzt. Ist jetzt Losers Final, oder? Genau. Ah, ja.
Oh, schön recovered. Hat gereagiert darauf, dass Dennis früh rausgesprungen ist. Gegen wen denkst du, musst du spielen? Gegen mich. Gegen wen denkst du, musst du spielen? Ach so, keine Ahnung. Echt, keine Ahnung. Oh, das war der ST. 1-0 für Maxi, sehr souverän. Sehr souverän. Sehr souverän. Aber ich denke, es ist nicht vorbei. Nee, also ich denke, Dennis wird hier schon noch ein paar Adaptations vornehmen. Ich denke, die erste Sicherheit. Adaptation ist Team. Jetzt, glaube ich, erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank geholt. Das ist, wieder FD. FD sah auch gut aus. Ja. Vorhin. Wow. Oh, und ein Bier. Ja. Bier ist natürlich auch eine super Adaptation. Das ist auf jeden Fall ein Buff, würde ich sagen. Das ist, würde ich sagen, plus 5 auf den Kauf-Midis. Ja, auf Nerven. Ja, Resilience. Ich habe meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Ich habe kein einziges von 10 Spielen geholt. Das ist neu. Jonas. Normalerweise ziehe ich keins von 4 Spielen. Ja, ja, ja. Wir auf dem Arcadian warst du genau so gut, oder? Genauso gut, ja. Beim Arcadian habe ich auch ganz schön reingeschissen, Alter. Aber gut, ich meine, mein Vorteil ist auch, bei Virtual Media hat man natürlich auch mit Pools mehr gemacht. Warte mal, warst du nicht auch in Mainz? Ja. Hast du da nicht auch? Nein, ich habe nicht mitgespielt, ich habe noch bei diesem Spiel. Ah, okay, okay. Weil auf den Tournament können ja ab und zu immer recht viel. Ja. Habt ihr noch eine zweite Runde Mafia spielen können? Ja, aber dann lass mich mal kurz. Wo ist denn Jonas überhaupt? Da ist er ja. Hier. Er muss gerade was machen. Ah, okay, okay, okay. Yo, can you kill my matching ladder with both targets? No. Für Dennis. That was very unfortunate, but he's a little bit mad about it. Okay. Das war noch ein Turnaround Up-Tilt. Hat er nicht bekommen. But it's been going for 2 weeks. Nice. Fair. Oh, mit der Bombe! Super! Als RNG ist auf seiner Seite. Ja. Let's go. Braucht man als Peace-Spieler auf jeden Fall. Ein bisschen. Oh, das war wirklich schön. Unvorsichtig. Schön. Sehr schön. Rein in die Waschmaschine. Dennis Rimmel. Oh, das ist. Ja, wir haben Stitch into Bombe, glaube ich, oder sowas hat er gestern. Rimmel. Ja, ja, wir spielen. Ja, gut. Ja, das ist rough, diesen Edgecut da zu bekommen. Ja, mal gucken. Schön. Angespießt. Oh. Ja, meine schön die Eis. Die Eis von dem Follow. Und deswegen, ja. Ja. Na, Fox hatte eh kein Follow-up dort. Achso, okay. Wenn er weg die Eis von der Stage. Weil Peach so floaty ist. Genau, wenn er von der Stage weg die Eis hat. Achso, ja, okay. Gibt's eigentlich nichts, was du machen kannst. Aber das ist auch nicht schlimm. Du hast ja Position danach. Das ja, genau. Ein genau. Also eine Edgecut-Situation zu brauchen, ist ja immer eigentlich vorteilhaft. Ja. So, zack, näher. Was? Okay. Doppel-Dash-Tag. Ich glaube, Dennis hat ein bisschen nicht mehr Vertrauen in seinen Tech-Skill gerade, weil er macht so Sachen nicht, die er sonst immer macht eigentlich. So, das sind so diese Easy-Prozente. Aber halt wieder 53%, ne? Das, ja. Die Leute sagen immer, ein Stock-Lead ist kein Lead, aber stimmt nicht. Sogar 50% Lead ist ein Lead, so. Genau, wenn you want to play. Yeah, I would play. Yes, that's good. Mein Co-Commentator ist gegangen, jetzt ist Heide hier. Neuer Co-Commentator. No Commentator, ja. Torin. Ich versuche mich gerade selbst so zu updaten. Ich sehe, dass der kleine Fruz schon ein Match für sich entscheiden konnte. Yeah. Und das sieht jetzt auch gerade zumindest ziemlich hart aus für Dennis. Ich will nicht sagen, dass der nicht bei sehr hohen Prozenten nicht auch noch Games kriegen kann, aber das ist schon... Nee, das ist er wird gerade ein bisschen zugeschissen und das ist halt scheiße. Einfach mit hohen Prozenten, aber den anderen im Punish zu haben, ist ja was anderes. Aber, bitter. Schade. Es ist alles so schwer. Ja. Vor allem Maxi hat diese Box-Angles, die halt, bist du nicht sehr präzise sind und ja. Es ist sehr stark, wenn du einfach immer den gleichen Winkel hitten kannst. Ja. Das ist mega stark. Das ist auf jeden Fall mit dem Stick fast nicht zu matchen. So, aber das war sehr schön. Oh. Ach, schade. Man hört ein verzweifeltes Lachen von Dennis. Oh shit. The booty. Schade. Aber beide irgendwie jetzt vorsichtiger. Ja, klar. Also auch der Fox im Approach viel weniger. Ja, ja, klar, ja. Hat auch viele Prozente, aber ich meine, an sich hätte er immer sagen können. Ja, weil du musst überlegen, wenn Maxi jetzt den Stock verliert, ne? Ja. Beim nächsten Stock kriegt Dennis einen Grab, dann kriegt Maxi halt 100% reingedrückt, weißt du? Und dann ist es schon wieder Hoffentlich, hoffentlich Commentators nicht cursed. schöne Turn hat vorher gezogen. Naja, aber jetzt noch ein präziser. Präziser von Maxi. Oh, das hätte was Jetzt ist der Grab. Jetzt müsste es losgehen eigentlich.
aber nicht dran geblieben. Ich sage ja, kein Vertrauen. Kein. Bitter. Dann war ärgerlich. Ja, das ist nicht ganz bei sich. Naja. Aber das Gefühl, beide jetzt gerade irgendwie noch nicht ein bisschen am. Die sind beide sich sehr sammeln, am, sehr ja. am Ende mit den Nerven. Da, so ein bisschen. Ja, hier wird jetzt gerade geschwitzt. Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist ja auch ein hartes Set. Achso, das ist gar nicht Losers Semis, Leute, das ist Losers Finals. Ja, das ist Losers Finals, genau. Ah, das. Dennis zurück auf SD. Mussten wir hier eintragen. Ich kann es dir nicht sagen, Asta. Was fragt Asta? Asta sagt, warum haben beide so viel Angst, das 202. Mal gegeneinander zu spielen? Ja. Na, man will halt nicht verlieren, ne? Ja, und ich glaube, gerade wenn es so Gegner sind, wo man auch weiß, es ist jedes Mal knapp. Ja, man muss sich jedes Mal konzentrieren. Die Leute schieben dir das unter die, reiben dir das unter die Nase. Genau, wir sind hier gnadenlos beim. Ja, genau. Ey, egal wer rausgehen, müssen sich was anhören. Wisst ihr noch damals jetzt. Am 12., nee, 8.12. Schöne Ami-Daten jetzt hier angegeben. Ja. So, schön geedgert. Ja. Sehr schön. Das ist nicht leicht zu bekommen. Ja. Nice Prozente hier bei Maxi. Ja, auf jeden Fall. Ein Grab müsste tot bedeuten. Aber er wurde ja, ganz schön jawohl. Okay, jetzt geht's los. Und hier möchte Peach sich sehen. Oh, schöner Pivot. Was zum Teufel? Über die 100 hinaus ist schon nice. Aus Versehen die Turnip gezogen. Ich glaube, er wollte Downsmashen. Wahrscheinlich, aber nicht sicher. Bin mir aber nicht sicher. Könnte es auch so natürlich gewesen sein, aber es ist noch anstrengender. Ja, wunderbar. Mhm. Maxi hat Glück, es hat Reverse, aber es egal, bringt ihm nichts. Egal, hat keinen Unterschied gemacht, genau. Asta, ich spiele Claw seit 2015 ungefähr. Also so ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, habe ich direkt Claw gelernt. Also quasi schon immer. Ja, eigentlich schon immer. Das hat mir Mustafa damals geraten, weil ich habe CF gespielt für Instant Upairs. Also Mustafa Eis. So. Zwei Stocks zu zwei auf jeden Fall. Das ist rough. Also. Aber Dennis holt sich das noch. Asta, man schreibt einfach nur K, Doppel A und N, wie ihr Nora. So, Dennis kriegt den zweiten Grab. Warte mal, ich schreib's dir einfach mal auf. So schreibt man das. Ah, okay. Da ist der Fox natürlich auf dem letzten Dock in ganz, ganz unbequemen Prozenten. Ja, wirklich ja. nicht sein. Ja, ja, total. Nochmal einen Grab bekommen, ja. Und dann zack. Das ist natürlich. Boah, wunderbar. Alles gecovert. Das war so schön. Ja. Das war richtig schön gemacht. Und natürlich auch gut fürs Gefühl. Ja, ja, klar. Und ich meine, haben wir oft gesehen, dass Dennis auch Leute Reverse 3-0'd hat. Nicht so oft Maxi, though. Ja. Auch ein bisschen, glaube ich, Hassgegner, aber. Ja, ja, kann sein. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist. Ich glaube, wenn Dennis noch ein Match sieht, dann hat er das sogar das ganze Set sogar, wenn du mich fragst. Weil es ist ganz übel, 2-0 zwei, vorne zu liegen und dann noch zwei Sets noch zu droppen. Eins, genau, ja, zwei Matches zu droppen. Das ist schon scheiße, ja. Und direkt in die Waschmaschine und die Prozente gehen hoch. So, ja, ja, das mal war schauen. Natürlich übler Downsmash und. Und schön. Oh, Maxi kommt zurück. Sehr gut recovered von Maxi, aber. Oh, schade. Wird das eine Abwehr? Nö. 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 Oh, Maxi. Oh, ja, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, dann einfach der Downsmash. Wahnsinn. Da ist er zu fancy ein bisschen. Ja, ne? Bisschen zu fancy. So. Viel gewollt. So, er steht jetzt. 2, 1, ne? Ja, genau. Okay, ich hab's schon geupdatet. Okay, ja. Stimmt, ja.
Ja. Go, Peach. Dennis aber auf einem guten Weg. Oh, noch eine Juicy Down Smash bekommen. Das ist alles, was er will. Und jetzt macht er vielleicht unfair. Oh, das sind so viele Prozente. Oh, das ab. Dafür, dass Dennis die ganze Zeit über der 100 hängt. Das macht einfach irgendwas. Ja. Oh mein Gott. Shit. Er spielt auf jeden Fall mit Herz. Auf jeden Fall. Da hat leider der Maxi jetzt so ein Opening bekommen und das ist dann immer ganz schwer, da wieder dann zurückzukommen. Sich immer sofort gut positionieren kann. Ja. Ärgerlich. Aber andererseits, er hat die ganzen 105% gerade auch huge. Selber auf 103 das gemacht. Ist also, ich sage 105% Lied ist ein Lied. Ist ein Lied. Es ist ein Lied. Wir widersprechen Niki an der Stelle. Ja, genau. Es ist ein Lied. Frag mich... Ja gut, F-Throw killt nicht bei diesen Prozenten. Nee. In der Mitte der Stage vor allem. Das ist schon richtig, was er macht. Nervig, ungescheint. Aber auch der Fox zieht gerade echt viele Prozente dafür. Jetzt ist Peach auch bei Death Percent. Also es ist... So. Oi, oi, oi. Oh, ja. Doch kein Lead. Wow. Okay. Maxi hat auf jeden Fall einen Gang... hochgeschaltet. Ja. Oh, er hat den Up-Tilt. Achso, nee, never mind. Das ist natürlich jetzt auch extrem verunsichernd, wenn man gerade so schön vorne lag und jetzt das so geturnt wurde. Und 80% schon wieder bekommen. Das ging verdammt schnell. Aber die Fair Claire. Wenigstens jetzt. Genau, aber jetzt ist halt, kämpft Dennis halt wieder dieses Uphill-Battle. Ja. Mit seinen prozentemäßig hinten liegen. Oh, ich dachte, der Down Smash nochmal. Da hat Maxi echt Glück gehabt. Da hat er echt Glück gehabt. Warum? Er hätte einfach, ich dachte, er Downsmash nochmal. Er hat doch Downsmash, so, Maxi ja. hat dann nochmal nach links getankt. Ja. Hätte er nochmal Downsmash. Dann hätte er, ja. Big Damage. Und wenn er ganz viel Glück gehabt hätte, dann wäre er nochmal nach links geflogen. Tot. Also das war... Ja. So, aber trotzdem relativ Maxi am even. Scheinen, was das Zeug hält. Das ist schwer, Dennis ist ein bisschen gefangen in seinem Schild, aber kriegt jetzt das Neutral Air. Hat ein bisschen drauf gehofft eigentlich, das Maxi Approach, ne? Also ja. Das natürlich, den Grab wollte er natürlich nicht vergeben. Ja, ich meine, natürlich Downthrow, weil was soll man sonst machen? Ich hätte lieber gebackthrow, dann hast du immerhin Stage Position. Ja, das war von Maxi ausnahmsweise mal nicht so ein präziser Winkel, aber hat sich direkt wieder gereicht. Ja. Tut leid. Sehr gut. Ja. Super even, Dennis will die Down Smash. Oh mein Gott, das wäre es fast gewesen. Da muss man sagen, habe ich am Wochenende jetzt ein paar Mal gesehen, dass er so vom hinten liegen halt echt wieder eigentlich wieder gut rausgekommen bin. Und da gut einen kühlen Kopf bewahrt haben. Also Game 5 würde ich den schon gönnen jetzt irgendwie. Schon allein, weil es ja auch wirklich Hype ist und immer sehr knapp ist. Ja. Und sehr schön, und da ist es da. Du konntest den Satz nicht mal finishen. Ich hatte nicht mal die Chance. Die haben von den Augen abgelesen. Guck mal, was geht denn hier? Ja, weil hier die ich glaube, du musst aufs Mauspad. Ich mach das mal. Ah, da ist ein Mauspad. Ich habe mich schon gewundert, warum soll das da groß anders sein. Ja. So, aber du hast es geschafft. Ja. Ich habe es geschafft. Krass. Okay. So, letztes Match. Game 5. Das ist ziemlich Hype und ja... Und wir sind ziemlich nervenaufreibend für die Spieler. Und Dennis kriegt, was eigentlich lustig ist, weil ja gerade eben Dennis auf Stadium gewonnen hat. Ja, aber es lag ja nicht an der Stage. Und es war relativ knapp. Ja, also. es war knapp, das stimmt. Aber ich hätte gedacht, so fürs Gefühl, einen andere nö, Stage nö. Zu picken. Also ich denke, Stages spielen wirklich immer nur dann eine Rolle, wenn es um FD geht oder nicht um FD. Ja. Aber die anderen Stages sind halt, ja. Ich dachte, dass der Fox immer ganz gerne wegen nach oben hin killen. Ja, ja klar. Also Stadium ist ein super Stage für Fox. Ich sah gar nicht so aus, aber jetzt sind sie wieder beide über 100%. Erstaunlich. Ja, ja. Die schenken sich nichts. Aber irgendwie kein hat Maxi Millimeter. Jetzt gerade eben zum Beispiel nicht zum Grab angesetzt. Abgefahren. Maxi hat den Stocklead. Wir sehen euch leider nicht mehr, Chat. Der Laptop hat sich wieder... Falls ihr wichtige Fragen gesperrt. Stellt sie nochmal. Ruft sie einfach laut rein. Ruft an unter 0. Geil, hier einfach so ein Festnetz hingeschaut. Ja, genau. Ja, genau. Zuschauer, Anrufer entgegennehmen. Na, machen Dennis wir so einen neuen Live. Gierig, aber das war Downsmash hat gekillt. Jupp. Und Dennis aber noch ein bisschen mit dem Turnip hier am Rumeiern. Jetzt nicht mehr. Oh, Downsmash! Oh, schade. Oh, da hat er. Was hat er da gemacht? Das war ja gestört. Krass. Shine-Up-Smash. Ich hasse das. Ja. Ich mach das nie. Ich sollte, aber ich mach's nie. Kann man halt nicht zeigen, wenn man halt weiß. Weil das ist irgendwie voll blöd.
Nee, ich mach das trotzdem nicht. Kurz drüber nachdenken, das ist halt echt gut. Na, nee, ich mach das nicht. Das ist halt schön. Keine Ahnung. Dennis ist dann doch wieder gut ins Spiel reingekommen, es lag zwar stockmäßig hinten, aber erstmal gar keine Prozente gezogen, aber das sieht jetzt schon wieder anders aus. Max konnte es schon wieder drehen. Ja. Das war jetzt eine Glückwunsch auf jeden Fall. Banane, O2 Bracket Win. Ich verdient auch, verdient. Verdient, ja. Also, hast du es ganz schön zugeschissen. Da wurde, dass du hast was eigentlich nichts zu suchen im O2 Bracket. Das war auch unfair, du hast unser O2 Bracket. Du bist schon wenigstens Telekom Bracket. Ja. Ich bin halt der beste Schütter. Ja, vielleicht Bruder. Also schon, ja. Also wir sehen euch jetzt wieder, Chat. Ist Vodafone besser als Telekom? Das ist halt die Frage. Ich versuche mal ganz kurz zu sagen. Das Vodafone ist schlechter, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, Telekom ist schon so eher so die Zielgruppe. Telekom ist schon ein Premium-Bracket auf jeden Fall. Ja, deswegen ja. Jedenfalls aus dem O2-Bracket müsste er schon raus. Oh, da haben sie aber beide gerade verkackt. Oder Telekom. Also ich näher nicht mit Z, ich näher mit A. Und zu Bananes Frage ist, Dreamland ist tatsächlich gar nicht so schlimm für Fox, Banane. Schön wieder reingekommen. Schön. Aber du musst bereit sein, richtig ekelhaft zu spielen auf Dreamland. Und ja. Schön Maxi hier die ganze Zeit abgewehrt. Ja. Das war hallo, super zu oh, Maxi! Oh mein Gott. Wahnsinn. Das ist krass. Also das hier ist gerade wirklich neutral auf hohem Niveau. Ja, so. Down Smash. Oh. Okay. Damn, Alter, es ist ein fucking spannendes Spiel, was es geht. Es ist so spannend, es ist Game 5. Game 5. Ich hab echt keine Ahnung, wer gewinnt, ne? Dead Even, Alter. Ey, was? Downer? Er hätte wortwörtlich jeden anderen Move machen können. Er hätte alles machen können. Ja. Und jetzt verliert er den Stop vielleicht. Alles! Backer, näher, upper, krass. Forward, damn. Schade. Okay. Dennis viel gewartet, wollte ein gutes Opening kriegen, aber mir. Dennis muss jetzt auf jeden Fall sehr schnell closen. Aber wenn ich Maxi wäre, ich würde jetzt richtig ekelhaft spielen einfach. Eben noch gesagt, das ist ein ekelhafter Move, den mache ich nicht. Yeah. Ja, einfach so campen und so, weißt du, jetzt hat er nur 1%. So. Das Game has stopped, der 1% oder scheint die beiden. Im Losers Finals einfach, denn es hat hier richtig krass Nerven bewahrt und ist von 0-2 zurückgekommen. Also das ist ein krass. Hat zwei Games gezogen, auch knappe. Wird ja in die Unendlichkeit entscheiden. GG's. Schade. Ärgerlich. Krass, ärgerlich. Die Nerven behalten. Okay. So, ich muss jetzt ran. Na gut. Danke fürs Kooperieren. Jetzt kommt Dorf. Ah, fucking Wave. An welchem Punkt ist denn das Turnier jetzt? Mein Fall ist ja. Also jetzt ist die letzte Runde. Ja, ja. Scheiße. Aber ey, krass. Ah, das hier ist jetzt das Skrötendorf gegen, wie heißt der? Ölle Fusi. Wer ist der? Achso. Ölle, der gerade eben gewonnen hat. Okay, und er mit den Grauen ist Skrötendorf? Ja. Der Graue ist Skrötendorf. Der Weiße. Standard. Der Weiße. What?
Ciao, viel Spaß noch. Ja, das sehen wir von außen. Ich habe Friends of Faces installiert. Magic, look at that. Oh yeah. 20,000. Found your some. Mama. Wow. Damn. Wait. So I get $20? Nice. Oh, why is it so slow? Fucking stuff. Yeah. Ich funktioniere das leider. Wenn ich jetzt queuen würde, würde ich auch einfach irgendjemand finden. Who's doing ladder? I've got a ladder, you. But I don't I found someone. Das ist erste Game. Maxi ist der Rote. Diesmal habe ich es nicht verkehrt. Maxi ist der Rote, oder? Maxi ist Port 3. Okay, alles klar. Ah, ich hätte einen näher gemacht. Naja. Okay. Sind das meine 3 Euro? Oh Mann, Alter. Belastend. To be honest, bei mehr Stacks hättest du einfach kein Geld bekommen. Ja. Also sei glücklich. Gott, sorry. Okay, wird Maxi diesmal ein Game ziehen? Im Winners Final hat er keins gezogen, ne? Die reichen die aus hier machen. Jonas, im Winners Final hat Maxi kein Game gezogen, richtig? Okay. Oh, Magic, you're up against Nick Strat. Magic, you're up against Nick. What the fuck? Wait, that's why? Maybe he queued last week. Maxi okay, kriegt so den Shield nicht rechtzeitig hoch und das ist das Game. Later, yeah?
Huh? I could just sign up later, start it on start.gg and autoplay. Yes. Yeah. Maybe I have to do that sometimes. Hä, yeah. Hey, warte mal, ich bin Dritter geworden, Dicker. Dritter kriegt 3 Euro. Wie viel? Ah, okay. Ich dachte gerade so, hä? Okay. Wir sind 15 Spieler. Oh, yeah. Oder ja, stimmt. Wenn Kahn hatte, dabei wäre, ja. Kahn hat den Bias, stimmt. Oh shit. Und Kahn continue das Edge Guard und kriegt den Armada-Schein nicht, springt das einfach raus. Manchmal, it be like that, sag ich immer. Could go either way, sag ich auch immer. He will be DQ'd though, you will drop out. I don't think that's possible actually. Oh, it's also the queue, by the way. 9, 8, 7, dieses Mal kriegt er es. Well, I'm checking in. The queue him. Kahn hat es auf jeden Fall wieder gut gemacht, also aus dem Armada-Schein, den er nicht bekommen hat. Und ja, sichert also sich einen sehr deutlichen Vorsprung hier in Game 2. Oh, Maxi mit einem schönen Shorten, aber zur Ledge. Und dann rennt er in die Nähe und wird geedgehockt. Letzter Stock hier für Maxi in Game 2. Kannst du Geld wechseln? Ja, ein bisschen, ja. Bist du, die haben einfach einen 50er. Nee, das kann ich nicht wechseln. Nee, ja. Was, du kannst kein 50er aufschauen? Weird, oder? Mit Münzen? Ja. Was brauchst du, ein 10er? Ja. Ach, scheiße, ich hab 39. Oh Mann. Okay. Das ist Game 2 für Kahn und es sah sehr, sehr deutlich aus. Obwohl er, also er hat, glaube ich, nur den SD gehabt. Ansonsten ist er, glaube ich, relativ flawless geblieben. Und Maxi jetzt Tournament live hier im Grand Final. Es sah im Winners Final genauso aus, dass Kahn 2-0 vorne lag. Maxi hat sich in Game 1 sehr gut geschlagen, in Game 2 ging so. Gucken wir mal, ob er noch ein bisschen Fight in sich hat. Ein bisschen Fight übrig hat in sich. Ah, oh, das könnte ein Scheinspike sein. Und da geht er für den Scheinspike. Und ja, frühe Führung. Aber wie es im Fox-Dito so ist, Kahn könnte genauso schnell so einen Stock ziehen. Es ist sicherlich derselbe Charakter, auch wenn sie andere Schuhe tragen. Es sind keine Schuhe hier, das sind seine Füße einfach oder seine Beine. Ich glaube, Fox hat einfach so, oh, schöne Crouch-Cancel. Und dann geht er für die Schaufel, der Ausbuddler. Und oh, die Back-Air trifft relativ hoch. Und das ist der Stock für Maxi. Er probiert gar nicht zu recovern, okay. Okay. Und Maxi geht für 2 Up-Tilts und dann ein F-Tilt. Er hat den Angle zur Ledge geredet, aber Kahn gibt ihm das nicht. Gibt ihm hier schon wieder nichts. Kahn recovered und geht mit der Side-View of the Stage und klippt Maxi damit. Deswegen Opening für Kahn jetzt. Up-Air, ja. Oh, Maxi kriegt aber einen Grab. Gutes Positioning auf der Plattform. Gute DI raus aus der zweiten Up-Air. Oh, geht für die Run-Up-Shine-Up-Smash. Run-Up-Shine-Jump-Cancel-Up-Smash für die Connoisseure unter euch. Ja, und Kahn throwt ihn auf die andere Plattform. Ich weiß nicht genau, was er sich davon erhofft hat. Ich glaube, er wollte da gerade nochmal durch die Plattform durchfahren und eine Back-Air machen, aber hat stattdessen eine F-Smash rausbekommen. Ärgerlich für ihn, aber der Stock geht trotzdem flöten. Maxi bei 1-2-3% verliert seinen zweiten Stock. Kahn ist aber ripe for the picking. Maxi muss es nur verwandeln. Oh, und er probiert ihn zu Edge-Shocken, aber das könnte der Scheinspike sein und das ist Maxi auf seinem letzten Stock im Turnier potenziell. Storm Red wurde gehackt. Oh, shit. Okay, ja, es ist jetzt natürlich relativ rough für Maxi. Er hat einen sehr, sehr early Stock hier verloren. Und ist auf seinem letzten. Er muss Kahn immer noch den zweiten Stock abziehen, aber oh mein Gott, Kahn kriegt ein weiteres Opening. Kriegt diesmal nicht den Crouch Cancel und Maxi macht einen Tech Chase Up Smash, um sich endlich muss man sagen, nach 2 Minuten des zweiten Stocks von Squiltendorf zu entledigen. Aber immer noch ein ganz schöner Mountain to climb. Wenn er nochmal so ein Shinespike pullt wie im ersten Stock, aber im Moment sieht es aus, als würde Kahn ihn einfach rauswallen. Nochmal eine Back-Air, aber Kahn, Maxi kommt zurück ins Center Stage, die Back-Air nicht so ganz getroffen, wie Kahn sich das vorgestellt hat. Und Anti-Air Shine, sehr, sehr gutes Manöver hier von Kahn, muss man sagen. Und die Back-Air trifft nicht, aber es ist egal, Maxi fastfall durch die Ledge. 3-0 Kahn ist unser Jedo 137 Sieger. 1-2-7. Gehört er jetzt zu der Straßenbahn? Ja. Kahn hat es geschafft, mich zu dodgen, klar. Dennis, du kannst doch mit dem WLAN einen QR-Code machen, oder? Ja.
I don't know what that's in English. Okay, looking it up on Soundology now. Okay. Dass ihr zugeschaut habt, bis Nedo, ne? Tschüss.